Ja, und damit herzlich willkommen zum allerersten Gem-Projekt, zumindest auf diesem Kanal. Ich bin der Bärenbruder und begrüße euch damit offiziell zur Dark Season Gem. Ja, und ich beginne auf diesem Kanal mit dem Spiel Verschmelzung, welches von Kelvin erstellt wurde, mit dem RPG Maker XP. Ja, es gibt in dieser Gem genau zwei RPG Maker XP Spiele, ne? Das ist ja mein Lieblingsmaker, wie einige von euch vielleicht wissen. Und ich habe mir gedacht, hey, da ich ja sowieso mein eigenes Spiel zuletzt spiele und es zwei RPG Maker XP Spiele gibt, dann schlage ich vor, fängt es mit einem XP Spiel an, dieser Gem bei mir, und endet dann auch mit einem. Also ich habe da jetzt tatsächlich so eine komplette Random Reihenfolge mir ausgesucht, wie ich die Spiele spiele, ne? So quasi zufallsbedingt habe ich das so ausgelost. Ja, außer, wie gesagt, das erste habe ich mir dann tatsächlich so selbst ausgesucht, und das letzte, das ist ja sowieso mein eigenes, das ich dann zuletzt spiele. Ja, und einige haben sich ja noch beschwert, bevor ich jetzt hier endgültig mit der Gem und dem Spiel anfange. Einige haben sich ja so generell so beschwert, dass ich, oder was heißt beschwert, sie haben einfach Feedback bzw. Kritik geäußert, die war jetzt hier noch nicht mal unbedingt negativ, das war einfach nur eine Anmerkung. Dass ich mich quasi manchmal nicht so gut auf gewisse Gem-Spiele vorbereite, weil ich ja zum Beispiel nie die Beschreibung von den Spielen lese, worum es da geht. Ne? Dass ich mich quasi einfach blind auf Lust stürze. Und naja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch von mir tatsächlich so gewollt. Ich möchte überhaupt gar nichts zum Spiel lesen. Ich möchte das Spiel einfach direkt auf mich wirken lassen. Das habe ich ja, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich sage es hier auch nochmal. Das hat jetzt noch nicht mal was mit schlechter Vorbereitung zu tun, das ist jetzt auch keine Ausrede oder so, dann das ist tatsächlich einfach gewollt, dass ich bewusst die Spielebeschreibung nicht lese, weil ich wirklich einfach die Geschichte auf mich so richtig wirken lassen möchte, beziehungsweise das Spiel an sich. ja. Und deswegen meine ich, ne, dass das wirklich zu 100% blind ist quasi. Aber das ist es ja, ne? Man kann es einfach nicht jedem recht machen. Die einen hätten es lieber, wenn man sich ja, schon besser darauf vorbereitet, und beziehungsweise fänden die anderen das auch besser, wenn sie selbst halt schon wüssten, worum es da in dem Spiel ungefähr geht. Könnte ich jetzt natürlich so frech sein und sagen, ja gut, dann lest euch halt die Spielbeschreibung vorab durch, aber es kann ja auch sein, dass es einige Abonnenten bei mir gibt, die gar nicht im Forum tätig sind, das weiß ich ja auch, die quasi einfach nur so meine Videos gucken, ohne dass sie da großartig im Forum tätig sind, dann wissen sie vielleicht gar nicht, wo sie da hingehen müssen und so. Und dann habe ich mir gedacht, um es doch möglichst so ziemlich hier berecht zu machen, dass ich dann quasi selbst so grob eine Zusammenfassung mache, worum es in dem Spiel geht, allerdings erst nachdem ich das Spiel gespielt habe, die ich aber logischerweise dann vor dem Video quasi in Form eines editierten Star Wars Intros abspielen lasse, so dass ihr dann am Ende wisst, beziehungsweise bevor das Spiel losgeht, worum es da so ungefähr geht, worum das Spiel handelt, und ich weiß es trotzdem nicht, aber ihr, und ich denke, damit ist auch allen Seiten geholfen, ne? Und ich denke nicht, wie man das da in dieser Form noch eventuell hätte besser allen recht machen können. Ja. Das wüsste ich dann tatsächlich wirklich nicht. ja, das mache ich dann, wie gesagt, immer so, ne? Dass es dann quasi dieses editierte Star Wars Intro gibt, ist da vielleicht so ein kleines bisschen Kreativität noch dann, ne? Da mit drin in den Videos, dass ich dann die Beschreibung quasi in Form eines Editierungs-Video ablaufen lasse, und ich weiß dann aber trotzdem nicht, ne, worum es im Spiel geht, weil ich das ja dann quasi erst im Nachhinein mache, aber vor dem Video einbaue. So, und wenn damit nicht allen Seiten geholfen ist, dann weiß ich auch nicht, was ich noch machen soll. Gut, das war nur das, und dann ja, schlage ich vor, beginnen wir dann erstens das Spiel Verschmelzung und zweitens damit dann auch offiziell die Gem auf meinem Kanal. Ein Spiel von Kelvin. Und außerdem, letzte Gem habe ich ja die Gem mit einem Spiel von Kelvin beendet. Dann kann man sie jetzt auch mal beginnen, ne? Am 5.7.2023 ging die Welt unter. Oh, ist ja gar nicht mehr so lange dahin, ne? Müssen wir noch die Zeit bis dahin genießen. Von einem Augenblick auf den anderen verschwanden weite Teile der Landmasse, und an ihrer Stelle erschienen fremdartige Pflanzen, merkwürdiges Gestein und widernatürliche Strukturen. Das Ereignis, das später den Namen die Verschmelzung erhielt, stürzte die gesamte Menschheit ins Chaos.
Die Menschen, die nicht verschwanden, mussten sich nicht nur in einer fragmentierten Welt zurechtfinden, sondern von der ersten Minute an um ihr Leben kämpfen. Denn mit der Flora der anderen Welt kam auch deren Fauna. Einer der Überlebenden war Marco Gravenkamp, der weit entfernt von seiner Heimat studierte, als er die Verschmelzung überraschte. Es sollte 2 ganze Jahre dauern, bis er in das kleine Dorf namens Oldenbach, das irgendwo in Niedersachsen lag, zurückkehrte. Tom Meyer, du kommst gerade zur richtigen Zeit, Marco. Wir haben ein großes Problem. Die Wasserpumpe hat den Geist aufgegeben. Nicole könnte sie wohl reparieren. Wir wissen auch, wo wir die Ersatzteile finden. Du kennst ja den Baumarkt. Leider hat sich dort vor ein paar Wochen ein Monster niedergelassen. Niemand von uns greift gerne zur Waffe. Wir können uns zwar zur Wehr setzen, wenn es nötig ist, aber wir gehen Konflikten so gut es geht aus dem Weg. Diesem schrecklichen Ding aus dem Baumarkt ist niemand von uns gewachsen. Du hast die 2 Jahre als Söldner gearbeitet. Du hast mehr Erfahrung als jeder von uns. Vielleicht fällt dir etwas ein. Wir werden dich natürlich unterstützen. Nimm dir ruhig alles aus dem Lager, was du brauchst. Und da sind noch ein paar alte Waffen. Die kannst du auch haben. Hallo Marco. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich hatte schon Angst, dass wir uns nie wiedersehen. Gerade so überlebt, Zerbi Unkraut. Hat das irgendeinen Einfluss? Gibt es hier vielleicht etwa alternative Enden? Aber so oder so finde ich immer interessant, wenn es da so alternative Dialoge gibt, so oder so. Alter, ich der Bärenbruder bin natürlich Zerbi Unkraut, ist ja klar. Ne? Das stimmt. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir damals nach der Schule immer im Wald gespielt haben. Du musstest auf jeden Baum klettern und so oft du auch runtergefallen bist, du hast nie eine Miene verzogen. Bleibst du denn länger? Tja, das ist eine gute Frage. Aber vermutlich nicht, ne? Ich habe ja wahrscheinlich Aufgaben zu erledigen. Aber ich weiß es auch nicht, ne? Ja, das stimmt ja im Prinzip. Ich weiß es ja so nicht. Ich weiß ja nicht, was das Spiel, was mich hier erwartet in dem Spiel. Wir können jede Hilfe gebrauchen, auch wenn es schwierig wird. Wir wollen Moldenbach wieder aufbauen. Eine Aufgabe wurde aktualisiert. Taste S, Sprechmenü, Taste Shift, Rennen. Cool. Okay, und... Okay, das ist das Menü auf X. Ausrüstung. Du kannst jetzt im Menü oder kann wechseln, die Figur hat ein eigenes Inventar. Je schwerer ein Ausrüstungsgegenstand ist, desto stärker erhöht er die Belastung der Spielfigur und von der Belastung hängt ab, wie schnell die Figur ist. Einige Waffen müssen zwar nicht geführt werden, bei allen anderen kannst du gleichzeitig ein Schild ausrüsten. Wow. Beil. Schrottreif. Schutzweste. Schrottreif. Toll. Alles Schrottreif direkt. Talente. Du hältst für jeden gewonnenen Kampf 2 Talentpunkte, mit denen du neue Talente lernen kannst. Oh Mann, ist das einfach schon wieder so ein langes Epos? So wie beim letzten Gem. Sieht ja schon eigentlich danach aus, ne? Kampf, Verkampf, ach du meine Güte. Gegenstände können ausschließlich im Kampf eingesetzt werden. Bei den Gegenständen greifen alle Spielfiguren auf ein gemeinsames Inventar zurück. Alles leer bisher. Notar jetzt. Neben der Hauptaufgabe gibt es mehrere kleine Aufgaben, die nach und nach freigeschaltet werden. Schaff da ruhig mal im Dorf nach. Mein Gott, sogar mit Nebenaufgaben noch hier innerhalb eines Spiels. Das muss man auch erstmal schaffen. Unter diesem Menü kannst du dir das aktuelle Ziel der Aufgaben anzeigen lassen. Die defekte Wasserpumpe des Dorfes zu reparieren, werden Ersatzteile aus dem Baumarkt benötigt. Ein Glück, dass hier bei mir in der Nähe ein Hagebaumarkt ist. Doch niemand traut sich in den Baumarkt, weil dort ein schreckliches Monster lebt. Du hast zugesagt, das Monster zu töten. Das legendäre Hagebaumonster. Ziel östlich von Moldenbach. So. Dort speichern wir nochmal. Tja, dann schlage ich vor, können wir doch im Prinzip erstmal mit den Leuten reden, ne? Falls du noch Fragen hast, Und sie kommen nicht ins Grundwasser, es würde Ewigkeiten dauern, einen Brunnen zu graben.
Das Wasser aus den Seen, das ist mir zu riskant. Einige der Monster legen dort ihre Eier. Ja, kann man doch Omelette machen, hallo? Ist doch noch besser eigentlich dann. Zusätzlich, falls du noch Fragen hast, Monsterbaumarkt. Ich weiß nicht, was es ist, aber selbst die Söldner gehen ihm aus dem Weg. Söldner von Moltenbach. Ich traue ihr nicht über den Weg, aber andererseits glaube ich auch nicht, dass sie uns grundlos angreifen würden. Hallo Marco, schön, dass du wieder da bist. Falls du irgendwas willst, wissen willst, frag ruhig über das Dorf. Boah, so viele Sachen. Eltern. Deine Eltern sind mit einem großen Teil des Dorfes schon vor einem Jahr in Richtung Hannover aufgebrochen. Ich hoffe, dass es ihnen gut geht. Monster in der Gegend. Oh Mann, aus der anderen Welt. Ich habe schon die seltsamen Viecher gesehen. Durchsichtige Kugeln mit kleinen Beinen, herumlaufende Makaroni und Schlote, die Steine auf dich spucken. Sind es Tiere, Pflanzen oder Pilze? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht Orks. Nochmal über das Dorf wert das sagen. Im Grunde der Dorfrat, der aus Rektor Meyer, Dr. Drews und Brandmeister Haberland besteht. Der Brandmeister ist gerade unterwegs, um im Nachbardorf nach dem Rechten zu sehen. Probleme. Die gibt es immer. Die Wasserpumpe ist ausgefallen und wir werden noch immer regelmäßig von Monster angegriffen. Allgemein. Nee, Quatsch. Jetzt mal chronologisch vorgehen. So, jetzt die Schrottbewohner. Irgendwas aus der anderen Welt kam in die Gegenstände verschmelzen und sie zum Leben erwecken. Ich wurde schon von Toastern gejagt und von Fernsehern mit Maul angeknabbert. Das ist sehr interessant. Naja, vielleicht waren es ja Gegner aus Nutzlos. Da kann ich mich noch erinnern an diese komischen Glühbirnen-Gegner und ach, so ganz komische Gegner. Sogar Lebensmittel habe ich da mal angegriffen, ne? Wer das noch weiß. So. Achso, können wir. Nee. Das haben wir ja gerade. Die Blauaugen. Tute solltest du am besten sofort verbrennen. Sonst kann es passieren, dass so eine blaue Grütze kommt und sie wieder zum Leben erweckt. Quasi als Zombies, obwohl sie intelligent genug sind, um Waffen zu benutzen. Oh boy. Das könnte ja sein, dass dann quasi die Substanz so eine Art, keine Ahnung, Parasit ist vielleicht auch und die dann sozusagen Kontrolle über dessen toten Körper nimmt. Das kann ich mir vorstellen, eventuell. So als erste Theorie, die ich einfach mal in den Raum werfe. Geld. Ja, wir bezahlen ja auch mit Euros. Leider gibt es niemanden mehr, der die Preise reguliert. Deswegen kann jeder verlangen, was er will. Ich verlange, dass du mir jetzt allein Gold gibst. Ölfrüchte, die gibt es hier auch. Sind ziemlich praktisch. Ein guter Ersatz für Benzin, Heizöl und eigentlich so gut wie jeden Treibstoff. Nahrung. Wir jagen alles, was der Wald hergibt und bauen Obst und Gemüse an. Und dann gibt es auch noch ein paar Früchte aus der anderen Welt, die man essen kann, ohne dass dir ein dritter Arm wächst. Ja, so wie bei Insel der Veränderung, ne, im Prinzip. Ist das hier vielleicht so ein Mega-Crossover, überlege ich gerade. Ich meine, wie, so komische Gegner, ne, wie Toaster und so, von nutzlos. Dann quasi, dass man sich selbst verändert und anders wird. Insel der Veränderung, Zombies. Im Prinzip Sonnenorden, dritter Akt. Und wer weiß, was da noch so alles auf uns zukommt. Achso, hier darf ich nicht rein. Na gut. Ist das so? Unbewohnt und verfallen. Ah so, da kann ich sowieso nicht lang. Okay, und hier ist dann sowas wie eine Schutzmauer, wie es aussieht. Ja, besonders stabil sieht es aber nicht aus. Sieht nicht aus so wie ein paar Mäste mit Papierwänden irgendwie. Das wird die Monster bestimmt aufhalten. Guten Tag. Wir kennen uns noch gar nicht. Mein Name ist Daniel Conrad. Nicht aus Moltenbach. Das stimmt. Ich bin mit meinem Sohn Tim erst vor ein paar Wochen nach Moltenbach gekommen. Wir haben vorher im Harz gelebt. Ah, da war ich auch schon da. Ist auch sehr schön. Besucher? Nein, mein Sohn Tim und ich haben uns hier niederzulassen. Wie ist die Lage? Ziemlich schlecht. Auf dem Weg nach Moltenbach sind wir nur auf zerstörte Dörfer gestoßen. Mir geht es ganz gut. Und dir? Offensichtlich weiß ich das nicht. Okay, auf jeden Fall, hier kann man soweit auch nicht rein, wie es aussieht. Aber hier kann man rein. Was für Symptome hast du? Ich bin gesund, denke ich. Dann kannst du ja wieder gehen. Ich habe schon genug mit den Kranken zu tun. Na gut.
So, wo geht's hier rein? Weiß man nicht. Alles zu. Oh, aber hier kann ich rein. Kann ich denn auch darauf? Nein, kann ich nicht. Hast du dich die 2 Jahre wirklich als Söldner durchgeschlagen? Ich habe damit keine Probleme. Mir ist es hier immer noch zu unsicher. Da ist es mir nur recht, wenn jemand dazukommt, der weiß, wie man mit Waffen umgeht. Willst du wirklich zum Baumarkt gehen? Ich fürchte, ich habe keine Wahl, ne? Ich weiß, wie wichtig die Pumpe ist. Zur Not würde ich aber auch Wasser aus den Seen trinken. Sie sind fast geschmolzen. Ich wusste nicht, dass das Wasser so schlimm verseucht sein kann. Aber unser Seewasser ist trinkbar. Wir haben die Pumpe erst seit einem Jahr. Vorher hat jeder aus den Seen getrunken. Stur wie immer. Dann nimm bitte zuerst diese Schutzbrille mit. Ich kann mit dir sowieso nichts anfangen. Schutzbrille erhalten. Das ist, denke ich mal, gut. Ja, gut. Habe ich ausgerüstet. Ja, ich bin auch immer vorsichtig. Hat es echt so lange gedauert, bis du wieder hier warst? Achso. Das sind aber lange Pausen. Erwarte nicht zu viel. Die sind alle schon schrottreif. Schrottreife Waffen erhalten, schrottreife taktische Panzerung erhalten, schrottreife Schild erhalten. Ach Mann, kann doch nicht sein, sowas. Das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Eigentlich logischerweise das, was am meisten Schaden macht, ne? Sollte man das. Also okay, die Keule bisher am meisten. Nee. Der schwere Hammer. Achso, aber guck mal. Gibt es ja noch Reichweite und so. Aber trotzdem, Hammer halte ich bisher am besten an. Revolver. Der Revolver macht nicht so viel Schaden wie der Hammer. Okay. Hätte gedacht, Schusswaffen machen immer den meisten Schaden. Ja, auf jeden Fall eine ziemlich große Reichweite. Granatwerfer. Wirken granatenabhängig. Angstwasser 1, wenn nicht. Hm. Ja, interessant. Ich nehme aber erstmal den schweren Hammer, glaube ich. Tatsächlich. Ich denke, jedes dieser Dinge wird seine Vor- und Nachteile haben. Ja gut, Belastung 4 natürlich, ne? Trotzdem, aber 50% Schutz immerhin. Schutzbrille, Schütz gegen Lichtblitze, ja, das ist, denke ich mal, so oder so gut. Ja. Sollte dann soweit auch erstmal ganz gut sein. Meier hat mir schon schön gesagt, nimm dir was du brauchst, aber plünder bitte nicht gleich das ganze Lager. Oh, zu spät. Tut mir leid. Nee, die wurden schon wieder aufgestockt. Ach so. Revolver-Munition. Pfeile. Betäubende Pfeile. Okay, das ist einfach eine Standard-Munition, nehme ich an, weil da steht jetzt keine Beschreibung. Na gut. Ja, ich würde schon gerne wissen, wozu das Öl gut ist. So. Und selbst wenn das einfach nur steht, einfach quasi so ein, irgendwie so ein Standardtext, ne? Dass man, einfach, dass man weiß nochmal, wofür das gut ist. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. So, sprechen wir nochmal. Es wird immer schwieriger, Wild zu finden. Auf kurz oder lang müssen wir das Tor voll aufgeben. Ja, nicht, dass ich jetzt irgendwie da was falsch gemacht habe, ne? Dass ich da schon unnötigerweise was angeklickt habe. Wir haben ja sowieso gerade gespeichert. Komm, dann mache ich das nochmal. Sicher, sicher. Mir gefallen, okay, Monster nicht in der Moltenbuff. Wir hatten die letzte Woche Ruhe. So, kannst du gerne bleiben. Naja. Okay. Mein Gott, ganz schön viele.
Items auf jeden Fall. Darf ich sie kurz stören? Nee. Mir ist so angekommen, dass sie eine Expedition in die unwirtliche Wildnis unternehmen wollen. Ich bin der Manager einer illustren Gruppe von Söldnern, die ich ihnen gerne zur Verfügung stellen würde. Seien Sie umsorgt. Ich bin mir sicher, dass das Dorf alle Kosten übernehmen wird. Schließlich war es der Dorfrat, der sie beauftragt hat. Es wäre geradezu fatal, alleine gegen das grässliche Ungeheuer aus dem Baupark zu kämpfen. Sie werden es nicht bereuen, auf meine Söldner zurückzugreifen, das verspreche ich. Und darf ich Ihnen noch einen Rat geben? Ihre Ausrüstung sieht, wenn ich ehrlich bin, schon etwas mitgenommen aus. Ich würde Ihnen empfehlen, das Lager südöstlich von hier aufzusuchen. Dort haben mal Räuber gelebt, bis sie ihr Lager fluchtartig verlassen mussten. Sie werden gewiss einen Teil ihrer Ausrüstung zurückgelassen haben. Eine Aufgabe wurde aktualisiert. Du willst die Schrotter in deinen Besitz gegen Besser austauschen. Du hoffst, in einem Aufgeben darüber fündig zu werden. Okay. Diese sechs Söldner sind wie geschaffen für ihr Unterfangen. Ich stelle ihnen drei davon zur Verfügung. Ja. Aber nur, weil es ja bei Maker-Spielen leider nur für insgesamt vier Platz ist. Ne? Mehr geht ja leider nicht. Aber das finde ich mir auch cool, dass man sich die selber aussuchen darf. Ganz ehrlich, egal was der kann, der sieht mir jetzt schon geil aus. Alleine auch, dass er schon Maske heißt einfach. Ich mag es wohl für dich, Typ in mein Team. Prätorianerin. Beil. Keule. Speerschild. Schutzfeste, Schutzbrille. Kältefester Schutz. Talente. Nahkampfwaffen. Schaden mit Nahkampfwaffen plus 10. Zähigkeit an Schaden. Achso, und TP 200. Und der heißt also Feuersturm. Und das ist der Doc. Und das ist die... Die Antenne, habe ich schon fast gelesen. Ne, die Antenne. Das ist Black Mask. Aus Batman wahrscheinlich. Ne. Einige kennen den Schurken vielleicht, wenn man dann auch das ganze Batman-Franchise gut kennt. Black Mask. Da war so ein Schurke, der so hieß. Und die Brunhild. Schrotflinte, Revolver, Messer. Ich denke, es ist gar nicht so verkehrt, einen mit der Schrotflinte dabei zu haben. Und Feuersturm. Der Name sagt doch bestimmt alles. Gasmaske. Und hitzefester Schutz. Fernkampfwaffen, Schaden mit Fernkampf. Aha. Revolver, Messer, Schutzweste, Brille. Ja, ich kann mir gut vorstellen, genau. Der Doc kann heilen, Wunden versorgen. Ein Heiler ist. Das wäre sicherlich auch nicht verkehrt, den dabei zu haben. Schnelle Reflexe. Blutrausch. Oh, der gefällt mir jetzt schon. Kettensäge, Beil. Bestimmt so ein Psychopath auch. Irgendwie Blutrausch pro getötetem Gegner. Schaden plus 10. Adrenalinstoß. Oh, geil. Den nehme ich jetzt schon, ganz klar. So. So, Brunhild. Schwerer Hammer. Beil, taktische Panzerung, Schild. Schon so ein starker Rücken. Also Heiler nehme ich auf jeden Fall. Black Mask aus Batman. Und... Kommt den Feuersturm. Dann machen wir dann eine reine Kerlerunde, einen reinen Herrenabend. So. Genau. Dann sind wir fertig. Das sind sie. Team. Sehr schön. Cool. Das finde ich cool. Was das ganze Gameplay jetzt nochmal spannender machen würde. Wenn ich tatsächlich auch sterben könnte in den Kämpfen. Der Manager glaubt, dass sich hier Geld machen lässt. Ich frage mich, wie lange er noch warten will. Wir langweilen uns hier schon seit Wochen. Wenn du mich fragst, hätten die Leute Moltenbach längst aufgegeben sollen. Ich habe das dumme Gefühl, dass die aus dem Dorf uns nicht mögen. Und los geht die Reise. Was erwartet uns hier jenseits des Dorfes? Ist das hier vielleicht ein Item? Eine Ölfrucht. Und noch eine Ölfrucht. Und, achso, okay. Okay, ich dachte, das sind dann Items, die ich bekomme.
Nee, dann natürlich nicht. Hauptsächlich zerstörte Häuser. Okay, man muss einfach eine bestimmte Reihenfolge oder so. Das ist ja nur Trail of Error, Mensch. Ey, da muss es doch bestimmt einen Hinweis geben. Kann ja gar nicht sein, so was. Warum steht auf dem Schild nichts? Ich würde schon gerne wissen, wo es da hingeht. Auf jeden Fall Gegner sind bisher nicht in Sicht. So, und ich sehe ja Südosten, ne? Da soll ja diese Räuberhöhle sein. Du Scheiße. Sieht aus wie Blubberblasen mit Beinen. Wahrscheinlich sind das dann auch solche. Ach so, soll ich jetzt einfach nochmal separat auswählen, oder was? Ja, hier Feuersturm, der Dog und Black Mask, ne? Ist doch logisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, geil. Der erste Kampf gleich direkt ein 8er-Trupp. Das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Die Spielfiguren können mit Schlag- und Fernwaffen angreifen. Einige der Waffen verbrauchen Munition oder Treibstoff. Die Waffen verursachen entweder physischen oder Elementschaden. Und viele der Gegner sind gegen die eine Attacke anfälliger als gegen die andere. Die meisten Gegner sind gegen bestimmte Debuffs besonders gefährlich, so können stark die häufig geblendet werden oder schnelle Gegner oft verklebt. Achso, es handelt sich aber hier quasi um so eine Art Klimakleber. Spielfiguren und Gegner können sich einen Schritt vorwärts oder rückwärts bewegen, aber nur vor dem Angriff. Es ist nicht möglich, an einem Gegner vorbeizulaufen. Nutze die Reichweite deiner Waffen geschickt aus. Mit Gegenständen kannst du dich heilen, Schlagwaffen mit Debuffs versehen oder dich mit Aufputschmitteln stärken. Die Aufputschmittel verbrauchen als einziger Gegenstand keinen Zug. Cool. Du kannst dann auch so wechseln, ohne einen Zug zu brauchen. Auch cool. Einige Spielfiguren können Techniken ansetzen, die eine begrenzte Anzahl von Anwendungen und einen Cooldown haben. Zuletzt folgt eine Liste aller Debuffs. Die Liste kann auch in der Hilfedatei angesehen werden. Geblendet. Reduziert den Schaden. Benommen. Erhöht den erhaltenen Schaden. Verklebt. Senkt das Tempo. Vergiftet. Verursacht daher eben Zugschaden. Blutung. Hexenschwerter. Verursacht eben Zugschaden. Niederschlag. Keulen und Hämmer. Eine Runde legen. Durchbruchspiel und eine reduzierte Schutzklasse. Okay. Der Doc ist also zuerst an, wo auch immer. Ja. Einmal Wunden versorgen scheint. Ne, das machen wir natürlich noch nicht, das ist ja klar. Bewegen. Achso, in der Reichweite. Ne, angreifen ist klar. Komm, der ist halt vor mir. Es geht also nicht. Ich verstehe, die kommen also immer näher. Aber genau, ich will erstmal gucken, was das Ergebnis ist. Pulsierende Pusse. Wandernder Stängel. Ach du Scheiße. Spucker. Okay, einfach Spucker. Irgendwelche Leute, die spucken. Okay. Tja, dann müssen wir wohl. Was ist das? Moral war gut. Wie kommen wir wegen? Das ist uns ganz klar. Angreifen soll jetzt aber. Ach so, was ist das? Okay, das ist ja auch ein interessantes Kampfsystem. Ich muss erstmal ein bisschen warm werden damit.
Warte mal. Ach, das heißt, ich kämpfe überhaupt gar nicht selber mit. Die kämpfen quasi für mich, die Söldner. Und ich habe das ja nicht verstanden. Das ist, ich auch ziemlich interessant. So, auf jeden Fall. Ach, guck mal, das geht, das geht. Sehr interessant. Der hat wohl eine größere Reichweite. Ich finde es schon mal gut, dass die auch Lebensanzeigen haben. Ah ne, warte mal, ich kämpfe doch da selber mit, da ganz oben, stimmt. Ja, der kann leider nichts machen. Ich kann mich bewegen und angreifen. Den hier. Ah ne, geht nicht. Geht auch nicht, verdammt. Ist hier auch wieder zurück. Der muss ja jetzt mal schon angreifen können. Ja, voll, jetzt geht's. So. Oh, sie kommen aber näher. Du Scheiße, was hab ich denn für eine Reichweite? Ich bleibe lieber hier. Ja, der Doktor hat sich jetzt ein bisschen zu weit nach vorne gebracht, würde ich mal sagen. Nein! Oh nein! Du musst nicht da vorne, Mann! Ach Mist! Angreifen! Komm, mach mal den erstmal weg! Ja, wie, der lebt noch! Was gibt das denn jetzt? Oh, ich kann halt immer noch keinen angreifen! Mit dem. Ja, das ist ein bisschen. Ich muss damit noch ein bisschen zurechtkommen, weil hier ist ja keine Option mit überspringen oder so, also dass man zum nächsten übergeht. Ne? Da muss ich quasi immer X drücken, beziehungsweise Escape. Ja, immer noch nichts machen, der Kerl. Ja, ist es denn wahr jetzt? So, jetzt aber bitte. Ja, immer noch nicht. Der ist doch wohl komplett einweg. Das ist Arbeitsverweigerung. Na, warte mal. Ach ja, gut. Er hat den schweren Hammer. Ja, gut. Das ergibt dann doch ein bisschen Sinn. So, mein Freund. Den greifen wir jetzt doch an. Tja, der ist auch schon erst weg. Finde ich klasse. So, Doc. Du gehst jetzt mal einen Schritt zurück. Ja, natürlich habe ich alle eine größere Reichweite als wir. Aber die Spucken gefallen mir nicht. Ach du Scheiße. Die sind überhaupt nicht übertrieben. Oh boy. So. Kleine Drecksäcke. Oh, der hat also, der kann also wirklich nur direkt, wenn er dann vorsteht. Gegenstände. Schwachheilsalbe. Ich glaube, ich nehme direkt die Stärke für den Kensing-Freak. So. Bewegen. So, ja. Wir gehen mal ganz sachte zurück. So, ich glaube, der Doc wagt sich auch mal einmal zurück und wird jetzt hier richtig schön dreimal, ne? Grundversorgung von, am besten von wer zum nötigsten. Eigentlich der Doc selber, meine ich. Ja, wobei. Nee, hier, Feuersturm. Glaub, obwohl.
Nee, eigentlich auch nicht. Nee, okay, das gibt es jetzt eigentlich alles noch bewerben. Wenn ich recht bedenke, ja, vielleicht war doch nicht, vielleicht greift ihr doch erstmal lieber an. Aber auf jeden Fall kann ich jetzt schon sagen, sehr interessantes Kampfsystem wieder mal. Das gefällt mir eigentlich auch weit. Auch wenn es. Ja, wenn ich mich dann noch ein bisschen dran gewöhnen muss. Die Spucker gefallen mir nicht. So. Jetzt. Einmal zurück. Angreifen. So, meine lieben Freunde, jetzt. Jetzt seid ihr sowas von fällig. Aber das ist trotzdem ein bisschen komisch, dass der, obwohl die unten steht, auch den da oben angreifen kann. Aber mein Gott. Oh. Boah, geil. Der gefällt mir. Der Kitten-Sing-Freak. So. Boah, ich will ihn einfach aushalten. So, aber ganz ehrlich, jetzt. Jetzt definitiv nochmal dezent zurückgehen und von ihm die Wunden versorgen, ganz klar. Gut. Nein. 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 Ey, sag mal, seid ihr bescheuert? Ihr habt doch wohl komplett einen weg. Die sind einfach, die haben sich auf den fokussiert. Nee, das ist auch scheiße, sowas. Kann man doch nicht. Das kann man so jetzt hier auch nicht bringen. Oh nein, XP. Ja. Das ist blöd. Das ist sogar ein bisschen sehr blöd. Ja, ein bisschen erstmal die, die am nächsten stehen. Ich würde ja gerne noch einen zurückgehen, aber das geht nicht mehr. Ja, jetzt ist der Cooldown da. Was Blödes. Notfallspritze, Bewusstlosfigur. Ganz klar. Das, ich werde wieder auf ihn an. Boah, nee, komm. Es geht. Nee, komm. Nein, Mann, der Arme. Wie scheiße ist sowas, bitte. Sobald er wieder belebt wird, die gehen wieder direkt alle auf den. Die haben mich von Narren an den gefressen. Ich will nur sagen, was er wollte. Ausrüstung. Ich habe auch schon eine Schrotflinte. Und eine Reichweite. Belastung des Feuers. Ist das doch das Beste. Das wäre uns schlecht. Nehmen wir mal den. Ah, cool. Der ist sogar auch in der ganzen Reihe da. zeigt es dann seine Wirkung, nicht nur auf einen. So, jetzt. Ja, das ist immer noch cool. Da verdammt nochmal. Da brauche ich jetzt wieder eine schwache Salbe. Den einen will ich ja jetzt gar nicht wieder auf Vordermann bringen. Zumindest gut, dass sein bewusstloser Körper die anderen erstmal blockiert. Soweit. ja, doch, klar. Boah, die fixieren, die sind nicht intelligent. Die fixieren sich mal auf einen, um den Daumen zu bekommen. Das ist der richtig intelligente KI. Wesentlich mehr K als I hier in dem Fall. Umgekehrt. In dem Fall wesentlich mehr I als K, so. So. Jetzt. Wie wär's denn mit Gegenstände? Jetzt will ich auf jeden Fall. Nee, nicht Gegenstände, mein Gott. Ausrüstung. Ja, ich weiß, das ist ein bisschen schwierig hier für mich angreifen. Ja, genau. Oh, ja, das macht. Das ist mal richtig gut Schaden. Warum kann ich nicht angreifen? Hat der etwa keine. Achso, das kann natürlich sein, dass er keine Position mehr hat. Hehe. Oh Mann. So, wer hat denn die Heilung noch jetzt nötig? Ich würde sagen. Ja, komm, ich greife erstmal den an, ja. Den da oben. Ist ja schon weg. So.
dann schauen wir nochmal. Auf jeden Fall, jeder Kampf dauert anscheinend hier schon sehr, sehr lange, ne? Und muss sehr gut überlegt sein. So, wie wär's denn jetzt nochmal mit Angreifen? Nee, das geht leider nicht. Hier. So, wie wäre es dann, wenn ich mich ein kleines bisschen nach vorne wage, auch wenn es vielleicht ein bisschen riskant ist, und dann angreife? Ja, das geht wunderbar. Und ja, wunderbar, er ist weg. Das ist auch schon mal klasse. So. Da sind wir schon mal in der Überzahl. Ne, sind wir nicht, weil der eine da immer noch am Boden liegt. Aber das kann sich ja jetzt ganz schön ändern. Denn man nehme. Man nehme mal wieder die Notfallspritze. Und jetzt bitte. Bitte geht nicht auf die arme Black Mask. So, und jetzt ist die Wundversorgung am besten. Damit er direkt wieder viel einstecken kann. Ja, guck mal, die geht direkt wieder auf den. Das gibt's nicht. Wegen. Eine Handgranate, also auf die blöden Spucker da. Ich spuck auf euch. So. Nur mit Granaten. So. Jetzt. Bewegen. Angreifen. Auf. Nein. Gegenstände. Einzel. So, mein Freund. Ja, habe ich ja ganz schön gedemütigt gerade. Aber jetzt will ich mich vernichten. Oh ja, jetzt blüht auch mit der Kette. Okay. So, jetzt kann ich auch mit dem wieder ein bisschen nach vorne wagen. Okay. Ich gehe mir noch die. Gibt's nicht. Sowas. Ich spucke also eigentlich nicht schlimm. Ich mach's wirklich dringend weg. Der hier, der bitte mit dem Stängel so allein fährt, ich denke ich mal. So. Der Doc, der bleibt alles ein bisschen weiter hinten, kurzhalber. Ja, der muss tatsächlich schon wieder, ne? Black Mask ein. Den geben. Oh, ne, der kann ihm echt leid tun. So, genau. Jetzt. Wichtig. Wirklich mal ein Stückchen. Ein kleines Stückchen nach vorne. Warum geht das nicht? Was soll das? Kann sich nicht nach vorne bewegen. Das ist komisch. Ja, dann geht es ja eigentlich nur so. Ja. So, und du gibst den Stängel jetzt endgültig in das hier. So. So, einmal gut versorgen, jetzt wieder den Abenteuer hier. Ja, und schon gehen sie wieder. Okay, das ist doch einfach jeweils. Jetzt kann er sich doch nach vorne bewegen. Okay, dann war er wahrscheinlich gerade gelähmt oder so. Aber der kann die immer nicht angreifen. Das ist nicht so schön. Bogen, stimmt, Bogen haben wir ja auch noch. Schrottflinte, Granatwerfer. Schwierig zu sagen, gerade ein wenig. Na komm, nehmen wir mal. Jawohl, der ist erste Spuck auch schon weg, finde ich klasse. So, und dann. Einmal auf dich. Ja, die Spucker haben eine ekelhaft hohe Reichweite, ne? So, ich glaube. Ja, nee, ich denke nicht, dass ich noch da einen heilen müsste. Na gut, die kann ja sowieso nichts machen. Und tschüss. Unser erster gewonnener Kampf.
Talentpunkte plus 2. Ja, aber ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, ja klar, die kämpfen da wohl schon ziemlich lange, aber das Kampfsystem, das finde ich doch schon ziemlich cool, muss ich sagen, an sich. Aber dadurch, naja, wird dann wahrscheinlich auch das LP sehr viel länger. Nahkampfwaffen, Fernkampfwaffen. Erhöht den Schaden, ja. Das ist sehr gut. Kann ich das jetzt nochmal aufsteigen lassen, ist die Frage. Ne, geht noch einmal. Und dann noch Nahkampfwaffen, würde ich sagen. Oder warte, was gibt's denn noch? Erhöht die Wirkung von Heilstäben um. Heilsalben. 10% unverwüstlich, belebt einmal mit einem TP wieder. Achso, ich verstehe. Okay, ich verstehe. Verschönst 10% auf den kritischen Treffer, wenn wir hier nicht schaffen. Reduzierte Überlastung durch Ausrüstung um 50%. Konzentration erhöht die TP um 25, das wäre sicher auch gar nicht so verkehrt. Tempo, Zähigkeit, verringert dann schon, ja. Nahkampfwaffen, ja doch, komm, erstmal Schaden hier. Das, darauf baue ich erstmal auf. So. Nee, aber gefällt mir an sich schon gut, die Kämpfer, so wie sie sind tatsächlich. Auch das Prinzip, dass man selber seine Leute quasi aussuchen kann. Und ich finde es gut, dass man auch nach jedem Kampf direkt wieder vollgeheilt wird. Das ist auch schon mal ein Pluspunkt für das Spiel. So. Abgenutzte Waffen erhalten, abgenutzte Rüstung. Warum denn immer alles abgenutzt? So. Ausrüstung. Ich nehme an, Schrottreif ist dann schlechter als abgenutzt, ne? Das macht dann jetzt insgesamt noch mehr. Habe ich es quasi eingetauscht dadurch, denke ich mal. Sieht zumindest danach aus. Von 13 begleitet, die entweder für einen Kampf oder bei ihrem Manager gewechselt werden können. Also eine feste Ausrüstung und ihre verbrauchte Munition wird vor den Kämpfen automatisch wieder aufgefüllt. Auch das finde ich cool. Das ist alles wirklich sehr gut. Nachdem du das Haus umsorgt hast, willst du zum Baumarkt gehen? Will ich das wirklich? Da bin ich mir nämlich nicht so sicher. Sonst können wir nichts machen. Okay, also ich nehme an, die Räuber, die hier eins gehaust haben, die sind dann auch nicht mehr da, ne? Oder waren das etwa gerade diese Art Räuber? Ist das aus den Räubern geworden? Wenn ja, dann haben wir es aber schon natürlich erlöst, ist ja klar. In einer noch unwitterlichen Welt ist so wartet der nahezu sichere Tod. Ja, aber ich stehe doch auf Herausforderung, Mensch. Ja gut, aber auf jeden Fall haben wir das dann abgeklappert hier. Ja, keine Ahnung, was es mit Turm auf sich hat. Waren die vorher da auch schon? Ja, klar, unsere altbewährte Truppe, würde ich mal sagen. Ach du Kacke, ne. Was haben wir? Schrottbewohner. Fass. Wie entstehen solche Wesen? Schrottbewohner Bunsenbrenner. Schrottkopf. Ja, von den Schrottköpfen, da gibt es ja so einige, ne? Auf der Welt jetzt schon. Nee, aber. Okay, das ist ja natürlich sehr interessant. Dass es solche Wesen gibt. Stellt sich natürlich die Frage, woher kommen die und wie entstehen die, ne? Einfach lebendig gewordene Gegenstände im Prinzip. ja. Jemand sieht. Ah ja, da steht ja sogar. Sie hat die Schrottflinte ausgerüstet. Dann greifen wir direkt mal das erste Fass an. So. Genau, der Schaden ist jetzt auch etwas höher, nicht wahr? Ja, gut, der kann sich ja erstmal nur bewegen. Genau, aber er kann doch mal 10 mal Öl.
keine Rüstung. Nee, klar, bei dem sollten wir auf jeden Fall definitiv so oder so bei der Kettensäge bleiben. Oh, das Fass ist ja auch schon gleich weg. Das finde ich schon mal gut. So, jetzt Gegenstände. Nein. Ausrüstung. Revolver. Nee, der sollte dann auf jeden Fall auch dabei bleiben, ganz klar. So, komm, dann wachse ich nochmal ein bisschen nach vorne und zack. Sehr schön, da ist es auch schon mal ein Fass weniger. Nein! Der arme Doc. Angreifen. Weil sie könnte aber auch ein Stück zurückgehen, dann sollte sie immer noch treffen. Hier muss ich überlegen, wenn er dann dahin geht. Ich muss immer überlegen, ich muss mal so gucken. Also er geht dann dahin, dann er schritt nach da. Na, ich denke, einen kann ich mich vorwagen. Ja, gut, geht ja jetzt noch nicht. So, Gegenstände. Schwacher Salbe für den Doc. Der Doc bewegt sich jetzt einen Schritt nach da. Und greift an. Sie gehen schon wieder alle auf ihn. Das ist so lächerlich, ne? Das ist so lächerlich, dass sie immer sich auf den fixieren. Also irgendwie passt der diesen Wesen nicht, ne, der Typ. Aber ich überlege gerade, das ist schon wieder ein Achtertrupp. Kann das sein, dass es hier nur Achtertrupps gibt? So, der ist auf jeden Fall schon mal weg. Das ist ja nur noch zu sechst. Ausrüstung. Ah ja, ich habe ja jetzt keine. Schrotflinte mehr. So, letzter Schuss mit dem Revolver. Bewegen. Ich gehe auch mal. Ich ziehe mich mal dezent zurück. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage aller Fragen. Wenn ich den wiederbelebe, dann ist er eh gleich wieder weg. Das kennen wir doch schon mittlerweile. Ich glaube, er sollte sich selber mal nochmal eine Schwache geben. Das war, glaube ich, eine ganz gute Idee. Okay, die Bunsenbrenner, die sind richtig gefährlich. So, wie wär's denn mal mit einer Handgranate? Wenn jetzt mal direkt alle aus derselben Reihe getroffen. So, jetzt pass mal auf. Jetzt werden wir einen Gegenstand nehmen. Hauptschmitte. Oh, wir haben ja. Wir können uns da kaum noch was leisten. Wir haben ja nichts mehr zum Wiederbeleben. Hehe. Und er kann auch nicht mehr angreifen. Das ist gar nicht gut. Naja, zumindest hat er noch den Bogen, nicht wahr? Ach, guck an. Der kann also sogar schon die da treffen. So. Ein bisschen riskant sein, was ich da jetzt ja, wage. Ach du mein Scheiße. Nee, bewegen wäre jetzt nicht gut. Das wäre keine gute Idee. Aber was eine gute Idee ist, den erstmal zu beseitigen. So. Jetzt. Gegenstände. Komm, dann. Du noch mal das auf jeden Fall auf
Sie nehmen und er, also der Arzt, wird es definitiv Ihnen heilen. So. Nein. Nein. Gott, Gott, die sind ja richtig intelligent. Die fixieren sich wirklich richtig auf einen. Aber das kann doch nicht sein, sowas. Nee, die lasse ich jetzt mal. Der blockiert die da ganz gut. Niederschlag. Sehr schön. Der Schrottkopf ist niedergeschlagen. Ja. Jetzt wäre es eigentlich ganz gut. Ah, nee. Geht ja nicht. Eigentlich wäre es hier wirklich erstmal gut, den da wegzubekommen, ne? Gut. Scheiße. Ah, oh, nee, das kann doch nicht wahr sein. Diese Bunsenbrenner, die fixieren sich immer auf den. So, Handgranate. Ja, Mann. Die sind richtig zäh, diese Bunsenbrenner. Wie sollen wir das jetzt mal noch schaffen? So, jetzt aber Gegenstände. Nee, pass auf. Ausrüstung. Ja, gut, sie hat noch ein bisschen Revolver-Munition, aber. Ja, Messer eigentlich, ne? Wegen Nahkampf. Bisschen schwierig jetzt. Weiß ich nicht so ganz, was ich machen sollte. Wobei, das macht ja doch mehr Angriff. Oh, sie kann sich nicht bewegen. Sie kann auch nicht angreifen. Verdammt. So. Aber hier, Revolver, Revolver. Ja. Eigentlich sollten wir die Häuser wegbekommen. Nein. Oh Mann. Ja, Handgranaten haben wir jetzt leider auch nicht mehr. Wir haben auch sonst nichts mehr zum Heilen. Das ist sehr scheiße. Ne, Bunsenbrenner, ganz klar. Muss der erstmal weg. So, der Doc. Ja, der muss sich unbedingt selbst heilen. Ah, der lebt hier immer noch. Ja, der muss sich jetzt auch mal ein bisschen rausfragen. Ist der eine Bunsenbrenner schon mal weg? Wenigstens. Oh nein, oh mein Gott. Eieiei. Na, wenn das mal gut geht. Ich habe hier kein gutes Gefühl dabei. So, einmal auf den. Dann ist der schon mal weg. Oh je, oh je. Sie hat keine Revol er hat keine Revolver-Munition mehr. Das ist gar nicht gut. Keine Revolver-Munition, keine Schrotmunition, nur noch ein abgenutztes Messer. Das ist scheiße. Das könnte es tatsächlich gewesen sein für uns, meine Freunde. Denn sonst können wir ja im Prinzip nichts mehr tun. Außer.
Wie, hat jetzt nichts gemacht, der Vogel? Naja, toll, weil ich da aus Versehen zurückgegangen bin, toll. Dann muss er sich jetzt aber ein nach da zurückbewegen und unbedingt Wundversorgung von ihm, so. Weil sonst geht es ja nicht anders. Nochmal greifen. Weil sonst geht es ja auch nicht anders. Oh Mann. Oh mein Gott. Na, das wird jetzt was. Nein. Nein. Boah, Alter. Also das war jetzt schon. Bis das schneide. Zwei Talentpunkte, meine Güte. Aber scheiße, ich finde das irgendwie geil. Dass das so schwierig ist. Stehe ich drauf. So, auf jeden Fall. Talentpunkte. Wir sollen uns jetzt gleich wieder was kaufen. Unbedingt. In dem Dorf. Zähigkeit. Erstmal verringert er einen Schaden um 5%. Ich glaube, das ist auch schon mal ganz gut. So. Erhöht das Tempo um 10%. Das könnte natürlich auch Vorteil sein, ne? Erhöht die DP um 25. Auch das ist eigentlich gar nicht verkehrt. 10% auf einen kritischen Treffer aus einem Granatwerfer. Dann eine Chance. Belebt einmal mit. Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so verkehrt hier, unverwüstlich. Gut. Finde ich auch übrigens cool, das Prinzip, ne, dass man selber entscheiden kann, was man da zuerst aufsteigen lässt von den Talenten. So. Brauchst du was? Ich brauche alles. Jetzt haben wir wieder alles voll. Fünf das, alles gut. Das finde ich schon ganz gut. Wir sind alle voll geheilt soweit. Ja, wir sind wieder im Spiel, würde ich sagen. Aber Gegenstände. Zweimal Notfall. Okay, ja gut. Dann müssen wir aber quasi nach jedem Kampf im Prinzip hier hinkommen und dann unsere Feuer aufschauen. Okay, das ist gut. Gut zu wissen. Ich denke, das ist ja quasi so eine unendliche Quelle, wo wir uns dann quasi immer wieder die Vorräte aufstocken können, denke ich mal. Ich glaube, auf jeden Fall, die waren aber vorher nicht da, ne? Diese Dinger. Wahrscheinlich konnte man vorher dann auch gar nicht dadurch. Einen Morgenstern erhalten. Einen Abendstern wäre mir zwar lieber, aber naja, gut. Man muss ja nicht immer Stars. So. Die haben ja schon weite Belastung. Plus 2 Morgenstern. Ja, gut. Kann man machen, ne? Muss man aber nicht. Ich nehme jetzt mal die Schonfinte. Warum hängt überhaupt an einem Baum ein Morgenstern? Der lichte Wald von. Sieht, alles andere als einer. Du willst ihn nur betreten, wenn es unbedingt nötig ist. Ja, aber Moment mal, Moment mal. Was hat das denn jetzt mit dem Turm hier auf sich? Das muss auch zu ihm was gut sein. Oh, warte mal. Ich glaube, das ist gar nicht Trial and Error. Ich glaube, das ist dann quasi so eine Art Gemälde und man muss dann, glaube ich, immer jeweils auf auf das Feld gehen. Also man fängt quasi mit dem Kreis an, wo am wenigsten in dem Kreis zu sehen ist und hört mit dem auf, wo dann am meisten dran zu sehen. Also ich meine, der erste war sogar richtig hier, ne? Genau. Dann müsste das doch Nummer 2 sein. Das ist dann Nummer 3. Dann hier nochmal dieser Kreis da. Dann eigentlich das hier. Dann das. Dann das und dann. Ja, okay. Dann ist das doch kein Teil der Error. Alles klar. Wunderbar. Hitzefesten Schutzumhang. Ich nehme an, das ist gut. King. 40% Schutz gegen Angriffe mit Hitze. 25% mehr Schaden durch Kälte. Okay, das ist. Muss man mal schauen, ne? Mit was für Gegnern wir es da so zu tun haben. Alles klar. Dann können wir jetzt tatsächlich hier. Wäre ich du, würde ich da nicht reingehen.
Der Spielmann hat schon drei Söldnerteams ausgelöscht. Was? Wir haben ihn so getauft, weil er die ganze Zeit eine alte Spiellose abspielt. Das Hagebaumonster. Einer hat es mal lebendig nach draußen geschafft, aber der hat jetzt einen Arm weniger. Bis jetzt ist es niemand gelungen, ihn auch nur anzukratzen. Wenn du nicht zufällig schwere Waffen bei dir hast, würde ich einen großen Bogen um ihn machen. Ja, wir haben ein paar gute Waffen hier, so ein abgenutztes, rostiges, stumpfes Messer, ne, zum Beispiel. Der Einwand der Söldnerin ist nicht von der Hand zu weisen, schätze fest, aber könnte es dagegen schwere Waffen geben. Vielleicht kann einer der Bewohner Moltenbass die Frage beantworten. Können wir nicht trotzdem da reingehen? Ich will es riskieren. Ich brauche den Kick. So, Notiz. Das muss aber so sehr gefährlich sein. Ach was, du sollst dich in Moltenbach nach schweren Waffen umhören. So, ist da vielleicht noch mal Einkaufswagen? Was Schönes. Die Schweren sollen einfach reagieren. Bedenken. Okay, cool. Man kann tatsächlich da rein. Aber, na gut. Ich denke, das wird ja wahrscheinlich ein hoffnungsloser Fall sein. Deswegen gehen wir nach Molten Back. Wo geht's immer nochmal? Ach ja, da. So, wer kann mir denn helfen von euch? Ah ja. Wirkungsvolle Waffen. Selbst wenn ich die nötigen Verkenntnisse hätte, würden mir die Werkzeuge fehlen. Kannst du mir mal einen Gefallen tun, Marco? Uns gehen langsam die Ölfrüchte zur Neige. Wie viele brauchst du? 5 sollten erstmal reichen. Ah, cool. Unsere erste Nebenquest. Ja, das sollte ja eigentlich kein Problem sein, ne? Das gibt bestimmt auch nochmal ein bisschen Belohnung und wirkungsvolle Waffen. Da bin ich überfragt. Wirkungsvolle Waffen? Tut mir leid, da kann ich dir nicht weiterhelfen. Wahrscheinlich ist es wieder der Letzte, den ich anspreche darauf. Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen. Ich habe von Waffen keine Ahnung, aber ich kenne jemanden, der dir vielleicht weiterhelfen kann. Ein weiser Prediger, der in einem Tempel nordwestlich vom Land lebt. Was predigt er? Die Lehren des Allsehenden Gottes. Ah ja. Nein, das ist keine Region aus dem Fantasy-Roman. Ja, ich glaube an ihn. Er existiert wirklich, Marco. Nicht auf irgendeiner anderen Daseinsebene, sondern im Tempel. Mehrere von uns haben ihn schon gesehen. Ja, nach zu viel Alkoholrausch wahrscheinlich. Der Prediger ist Söldner gegenüber etwas vorsichtig, aber ich denke, ich kann ihn davon überzeugen, dass du gute Absichten hast. Ah ja. Der Prediger eines letzten Kults soll dir bei der Suche nach schweren Waffen weiterhelfen können. Nordwestlich vom Wald. Okay. Das auch schon mal erledigt, aber Moment mal, da sehe ich doch noch was. Ich kann Frank nicht helfen. Er ist apathisch, kaum ansprechbar, aber er hat keine sichtbaren Verletzungen. Es gibt keine bekannten Krankheiten, auch keine psychischen. Ich muss wissen, wo er war und was er gemacht hat, aber er selbst kann es mir nicht sagen. Gut, ich zähle auf dich. Ah, wenigstens du. Du hast Dr. Jus angeboten, herauszufinden, wo Frank gewesen ist und was ein Zustand verursacht haben könnte. Ziehen wollen wir. Ja, toll. Das muss ich dann wohl auch irgendwie auf ganz eigene Faust herausfinden, ne? Aber so ist das wohl. So, auf alle Fälle brauchen wir lecker Ölfrüchte, nicht wahr? Da! Eine Ölfrucht. Weiß ich doch. Ja, keine Ahnung. Was? Ein Tonkrug? Moment, warte mal. Gegenstände? Was ist das denn? Ausrüstung? Nee. Gegenstände. Naja, das ist ja auch. Nee, doch. Stellt alle TP auch geil. Dass ich das da gesehen habe. Das habe ich tatsächlich gerade übersehen.
So, ich gucke jetzt einfach mal, ne? Kann ja sein, dass er hier irgendwo war und ich das so hier herausfinden kann. Ich glaube, hier platziere ich hier so erstmal nicht. Das könnte doch. Das sieht mir sehr verdächtig aus hier, dieses Gewächs. Naja, Turm glaube ich nicht. Ja, vielleicht kommt der vom Baumarkt, ne? Das könnte doch wahrscheinlich die Lösung sein. Ölfrucht. Oder vielleicht von da so. Oh, jetzt kommen wir doch dahin. Wahrscheinlich ist das dann aufgrund der Nebenquests, ne? Dass wir jetzt da rein können. Ja, was können wir noch rein? Erstmal die Ölfrüchte am besten. So, das war die dritte, nicht wahr? Hier ist die vierte. So, einmal eine brauchen wir noch. Eine Nebenaufgabe direkt beenden. So. Ach nee, wahrscheinlich können wir jetzt in dieses Waldgebiet wegen der aktualisierten Hauptquest. Genau, so wird das wahrscheinlich sein. Franks Dilemma. Das tut mir leid, Frank. Das tut mir für Frank leid. Wenn du mich fragst, hat ihn eines der Monster infiziert. Vielen Dank, ich habe was für dich. Gasmaske. Wurde aktualisiert. Früchte gesucht. Du hast Nicole die Früchte gegeben. Okay, ja, dann nehme ich an, dass das abgeschlossen ist, ne? Weil wenn ja, dann würde ich da entweder einen Text schreiben, dass die Quest abgeschlossen ist oder die Quest einfach ganz löschen aus dem Questlog, ne? Damit man weiß, dass man da nicht mehr reinschauen muss. Tatsächlich finde ich tatsächlich besser, wenn das dann ganz gestrichen wird quasi aus dem Questlog. Dass man sich da quasi nicht mehr drum kümmern muss. Ja. Ja, gut. Müssen wir jetzt mal über Frank ein bisschen fragen. Ich kenne Frank flüchtig. Dr. Dios hat mir schon von dem Vorfall erzählt. Ich sage immer wieder, kenne ich allein die Wildnis, aber niemand hört hier auf mich. Eigentlich ist Frank hart im Leben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er ihn sowas umhauen kann. Das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Ich würde schon gerne wissen, was genau er hat. Ist er krank? Ja, das ist so wieder sagen. Ich habe ihn heute nicht gesehen. Ah, Mann. Keine Ahnung, was mir passiert ist. Er kam schon gestern aus dem Dorf. Ja, das ist eine dumme Sache. Ich weiß auch nicht, was Frank passiert ist. Ah, ihr wisst doch alle nichts. Das hört sich übel an. Ja, das hilft mir jetzt natürlich auch sehr weiter. Dieser Kommentar. Mann. Ach, zurück. Ich wollte nach Franks Dilemma fragen, Mensch. Auch gar nichts dazu sagen, wie es aussieht. Da also, vielleicht können wir ja der Frank selber was dazu sagen. Habe ich gar nicht auch so. Aber naja, unwahrscheinlich. Ne, schade. Dann müssen wir uns jetzt tatsächlich hier hinwagen. Bevor wir es mit dem Hagebaumonster aufnehmen. Okay, da kann ich nicht lang. Satterweise. Oh Mann, was ist das hier nur? Was ist denn das? Du denkst eine kleine Höhle, die sich hinter dem Netz versteckt. Oh Gott, das ist ein Torkrug. Abgenutzten Gummiumhang. Was kann ich denn damit? Ja, wahrscheinlich ausrüsten, aber was bringt das? Schutz gegen Flüssigkeiten. Werden wir sicherlich brauchen, wenn das schon da so rumlag.
Das sind nur ganz normale Insekten, wie es aussieht. Okay, die gibt es anscheinend auch noch, also. Interessant. Nee, aber da kann man ja tatsächlich nirgendwo hin sonst erstmal. Da finde ich keinen Weg nach unten zu diesem Wasser. Nee. Oh, Zombies. Ich hoffe doch 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, okay, klasse. Das finde ich doch schon mal klasse. Genau. Selbstverständlich die altbewährte Truppe. Blauauge. Okay. Na gut. Vorwärts. Was hat der nochmal? Schutz. Jawohl. Sollte reichen. Ui. Warum diese ekelhafte Reichweite? Das ist nicht gut. Zur Ausrüstung, Schrotflinte, genau. Dann solltest du doch schon angreifen können. Oh, das macht ordentlich Damage. Ja, tut mir leid, wahrscheinlich gehen sie direkt gleich wieder alle auf dich los. Black Mask. Schade, dass man denen keinen Namen geben kann, denn sonst hätte ich die nicht oder so ein paar Namen gegeben. So. Bewegen. Gegenstände. Nee, Ausrüstung. Schrott ist ausgerüstet. Dann greifen wir an. Okay. Ah, der Doktor hat jetzt keine, wer weiß wie hohe Reichweite. Aber er sollte sich selbst schon mal versorgen, denke ich. Okay. Die können, die zwei da. Die können also anscheinend von da aus. Okay, das ist massives Blau. Ach du Scheiße. Das ist aber genau der richtige Gegner dafür, den Kettensägen-Freak. Schleimwerfer. Gewehr. Interessant, dass das quasi so Zombies sind, die trotzdem mit Waffen umgehen können. Ja. Ich glaube, eine Handgranate wäre jetzt gar nicht mal so schlecht hier in diese Dreier-Truppe da, ne? Das lohnt sich dann ja eigentlich jetzt noch, wo sie zu dritt sind, würde ich mal so sagen. Da ist ja sogar einer dann schon weg. Genau, das geht hier noch nicht. Angreifen. Ja doch, ne? So, bewegen. Nee, aber angreifen. Natürlich gehen sie wieder alle auf. Das ist so lächerlich. Ja, total verklebt alle, ne? Okay. Pass auf, du bewegst dich nicht, denn kannst ja die angreifen. So, sehr schön. Sehr schön. Ah ja, der kann jetzt gar nicht heilen, der Doc. Aber. Er kann definitiv einen Schritt zurückgehen. Und er kann eine starke Heilsalbe auf den hier anwenden. So. Boah, der Arme, ne? Der kann einem echt nur leid tun.
Ja, komm, wir bleiben erstmal, glaube ich. Konzentrieren. Ach du Scheiße. Ja, angreifen. Warte mal, ich muss mal gucken, ob der mit der Kettensäge ausgerüstet ist. Ist er. Gut. Dann greift er natürlich auch damit an, ist ja klar. Schande. So, nochmal zurück. Wundversorgen jetzt definitiv. Ihn wieder. Er tut einem so leid. Er kann einem nur leid tun. Nein. Mein Gott! Das ist so lächerlich. So, der Dicke kommt. Achtung. Oh, ich verstehe. Keine Mund mehr. Genau, Granatenwerfer, komm. Den kann ich so immer benutzen, Mensch. Oh, cool. Sogar bei beiden. Ja. Ja, gut. Dann muss jetzt definitiv eine starke Heilsalbe auf Feuersturm angewendet werden. Boah, was für eine Reichweite. Was eine elende Reichweite einfach. So, nochmal Handgranate nutze ich auch nochmal, aber, ne, bei denen hier. Oh mein Gott, wie soll man die nur loswerden? Pass auf, dann wage ich mich jetzt in den Nahkampf. Muss ich nochmal gucken. Morgenstern. 22, da. Ne, schwerer Hammer. Genau, Blutung. Das sorgt für Blutung. Ich denke, das ist bei den Koloss-Dingern ganz gut. Jetzt sollte definitiv hier ein Tonkrug angewendet werden. Nein. Nein, nein, Mann. Die fixieren sich total auf den. Ach, geil, Alter. Oh Mann. So, noch einmal Wund versorgen. Bei ihm. Okay. Ja, das mit den Massiven, das ist schon heftig. Die erfolgreich da kriegen soll. Tja, jetzt muss er sich erstmal selbst heilen, der Doc. Na gut, die machen jetzt zum Glück auch nicht, wer weiß, wie viel Schaden damit im Fernangriffen, aber trotzdem. Kaum was. Ich brauche etwas, was richtig viel Schaden macht. Eigentlich der schwere Hammer, ne? Ah, gut, das ist doch. Ich denke, die brauchen irgendwie einen. So eine Statusveränderung, dass man die dann ab da gut down bekommt. Also kann das auch nicht weitergehen. Ne, er sollte sich nicht bewegen. Aber er sollte heilen. Ich bin überlegen, ob wir dann nicht vielleicht doch lieber erstmal da
diesen anderen da wegbekommen sollen. Nehme ich mit, muss ich mal selber gucken, Ausrüstung. Warum geht das jetzt nicht? Achso, naja klar, ich kann nicht die Munition ausrüsten. genau. Ja, der geht doch schon mal einigermaßen gut weg. So, dann Gegenstände nochmal schwach auf ihn. Alter. So. So, wie wäre es dann, wenn ich erst einmal ausrüste? Zwar. Genau, Granatwerfer. Warum kann ich jetzt nicht angreifen? Achso, weil ich. Ja. Weil ich keine Munition mehr dafür habe. Vergiftende Pfeil, Mensch, das ist der Schlüssel zum Sieg. Klar. Das ist der Schlüssel zum Sieg, meine Freunde. Bogen? Nein. Bogen. Moment mal. Ach, ich hab. Naja, Kühlgranaten, ich glaube nicht, dass die allzu gut sind. Aber stimmt, dann können wir natürlich auch noch arbeiten. Mensch, hab ich ganz vergessen. Kommt, dann machen wir mal Folgendes. Blend. Obwohl, komm, machen wir mal Säure. Ah ja, okay. Warum nicht? Einfach mal alles ausprobieren. So, jetzt aber Gegenstände. Tonkuck auf sie. Okay. Jetzt ist interessanterweise nochmal der Doc dran. Sind wir jetzt einfach so langsam oder was? Das ist ja gar nicht gut. Oh, der ist ja immer noch da. Okay, Gegenstände, Ausrüstung. So, wo ist nochmal die Munition? Da war das. Das war plus Nachbarn, plus Nachbarn. Klebegranate, ja. Naja, Kühlgranaten hier so gut sind, weiß ich nicht. Komm, ich mach mal eine Blendgranate. Auf den. Ja, toll, das hat ja wirklich viel gebracht jetzt. Ja, ich glaube, da muss ich doch wieder ein bisschen nach vorne wagen. So, dann jetzt. Gegenstände, nochmal eine schwache Halssalbe auf Firestorm. So, da ist der immerhin schon weg. So, dann Ausrüstung, Bogen. Wie wäre es denn jetzt mal mit den vergifteten Pfeilen? Ja, okay, das wird wahrscheinlich der Schlüssel zum Sieg sein. Alleine der Dodge-Schaden wird uns bestimmt schon weiterhelfen. So, auf alle Fälle. Gegenstände. Genau, stimmt, das wäre auch nicht schlecht, ne? Da kann ich auch noch arbeiten. Jetzt muss ich mal gucken. Notfallspritze, genau. Oh nee.
Oh ja, 250, das ist, ja, das ist genau das, was wir brauchen mit dem Gift. Das ist genau das Richtige für uns. Ah, toll, sich jetzt wieder nicht bewegen. Dann mache ich jetzt mal folgendes: Ausrüstung. Aber nee, das ist ja. Sonst hat er ja nicht allzu viel drauf. Eigentlich können wir hier nur mit Gift weiterkommen, wenn ich ehrlich bin. Sonst können wir hier nämlich wirklich nicht viel machen, tatsächlich. Ja. Dann ist es nicht gut. Wir haben jetzt kaum noch Heil-Items und so. Aber Mensch, genau. Hier, für ihn. Für seine Kettensäge. Jetzt hat er eine giftige Kettensäge. Ja, toll, er kann keine Wunden mehr versorgen. Erhöht für Abwehr und Tempo. Verwirklichungszug. Okay. Geil. Machen wir jetzt mal für alle hier. Pastete, Medizinset, nee. Ich weiß jetzt gar nicht, ist einer von uns verklebt? Ist ja auch schon vergiftet. Ja, Spritze. Der soll ich gleich wieder weg, aber naja. So. Bewegen. Das geht nicht. Stimmt, da ist ja noch immer einer am Weg. Och nee. Boah, das ist so lächerlich. Das kann doch irgendwie, da stimmt doch was nicht. Toll, jetzt habe ich auch nichts mehr für meinen Bogen. Doch, schwerer Hammer gekommen. Boah, ne, die ist ja weg, ey. Kann doch nicht sein, sowas. Ja, das ist natürlich jetzt alles sehr blöd, ne? Ja, verleiht das einer Nahkampfwaffe. Das ist nicht so wirklich zu gebrauchen gerade. Sie kann auch nicht angreifen. Ausrüstung. Ah ne, sie hat ja auch keinen Schot. Ah nein, sie hat nichts mehr. Das abgenutzte Messer. Okay, pass auf. Dann. Jetzt, wo sie das Messer hat. Beziehungsweise, der hat ja den schweren Hammer, nicht wahr? Dann kann sie noch mal. Die vergiftete Paste auf seine Nahkampfwaffe einsetzen. Scheiße. Ah, das ist gar nicht gut. Ich glaube tatsächlich, das war's für uns. Bogen.
Im Prinzip muss man ja erstmal durch ausprobieren, so gucken, ne, wie die Gegner so sind, was für Schwächen die haben. Das kann natürlich leider ein wenig dauern. Weiß aber noch nicht genau, wofür das Öl ist. Na komm, versuchen wir sie mal zu betäuben da. Benommen, das ist immerhin etwas. Ah, nein, nicht auf ihn, auf den Doc. Mann, die eine ist doch betäubt, was soll das? Ach. Was soll ich machen, was soll ich machen? Was war das denn? Sollte der jetzt nicht eigentlich schon längst tot sein? Nein! Ach so, stimmt, ich wollte ihn mit einem Ding wiederbeleben, ne? Ach du Scheiße. Mann, das ist so. Hey, das gibt's nicht. Oh, jetzt habe ich wieder nichts mit dem Bogen. Nein! Mann. Ja, Betäubende sind alle weg. Das ist alles weg. Das. Ach, nee. Ja, verklebt. Aber verklebt heißt nur, dass sie sich nicht bewegen können. Das bringt mir doch nichts. Nee, komm, ich. Das hilft doch alles nichts. Ausrüsten. Granatwerfer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, das war so close. Oh. Naja, gut, ich denke, jetzt werden wir den können wir auf jeden Fall schaffen. Aber da muss man natürlich trotzdem wieder das von vorne machen. Ne? Ich meine, jetzt kennt man so die Schwächen und so, aber nee, trotzdem, das ist. Beilkeule, Speer, Schild. Speerbogen. Ich glaube, dann nehmen wir tatsächlich ausnahmsweise mal sie auch. Obwohl. Speerbogen, Dieber, ja doch, eigentlich schon. Dieberpfeile sind gut, ne, für den Kampf. Ja, der Doc sowieso und dann noch, ja. Müssen ja nicht immer dieselben sein. So, okay. Dann machen wir Folgendes. Bogen. Direkt die Vergifteten. Auf diese Koloss-Dinger da. Ganz klar. So, geht noch gar nicht. Doch, auf den geht das so. Sehr gut. Das ist schon mal eine sehr gute Grundvoraussetzung. Genau. Dann werden wir auch definitiv schon mal eine vergiftete Paste auf seine Kettensäge da spieren und ey, nicht alle auf die gehen. So, dann als nächstes heißt es vorwärts. So, Marco. Ausrüstung. Der sollte sich auch schon mal etwas weit vorwagen, um diese Scharfschützen da abzuknallen, am besten. Genau, die Granatwerfer. Wie wäre es denn mit. Genau, schon mal eine Klebegrenade. Ja, geil. So. Jetzt. Definitiv. Angreifen mit dem Giftbogen da. Sehr geil. So. Das ist schon mal, wie gesagt, das sind gute Voraussetzungen. Dann.
Hier die schwache Salbe. Eine außerordentliche Reichweite haben die. Möchte ich mal sagen. So, okay, weiter geht's. Jetzt werden wir mal so richtig schön eine Sprenggranate einsetzen. Jetzt werden wir mal so richtig schön bewegen. Angreifen geht nicht, okay. Dann ich bleibe aber beim Bogen und dann kommen die betäubenden Pfeile. Genau, am besten ist bei der da. Der ist auch nicht ungefährlich. So, Wunden versorgen. Nicht unbedingt, aber sollte sich einen Schritt zurück wagen und sich selbst mit einer Schwachen heilen. Warum geht das nicht? Achso, weil er voll ist. Ich Idiot. Die Maske muss geheilt werden. So. Ja, die haben sich schon ganz schön fixiert auf die Maske. Warum auch immer. Der muss immer geheilt werden, der arme Kerl. So. Das kann auf jeden Fall. Jawohl. Jetzt kann sie schon mal angreifen. Genau. Mit betäubendem Pfeil, wunderbar. Okay. Dann wird es jetzt, glaube ich, Zeit. Für. Ja, Säure. Das haben wir das schon ausprobiert? Weiß ich gar nicht. Nö, haben wir nicht. Okay. So, Gegenstände. Wie wär's denn jetzt mal mit einer starken? Obwohl, nee, Quatsch. Wundversorgung einfach ganz normal. Ja, na gut, eigentlich auf die Maske wieder, ne? Da, was sag ich? Unglaublich. Na gut, jetzt Ausrüstung. Pfeile. Eine ziemlich große Reichweite, zum Glück. Die Scharfschützen da fixieren. Ach stimmt, das geht ja jetzt auch, ne? Mit denen da. Stimmt. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt Tönkrügchen. Wahnsinn. Okay. Jetzt. Was habe ich denn überhaupt noch so im Angebot? Gegenstandsausrüstung. Granatwerfer habe ich immer noch. Blendgranaten. Kühlgranaten. Ah, die sind immer noch da. Mann, zwar alle. Mist. Das war nicht so gut. Aber jetzt kann er zumindest wieder hier ihm eine stärkere Heilsalbe geben. Der schwarzen Maske. Ja, und das war gut so. Tja, und jetzt wird es Zeit zu sterben. Oh boy. Ja, jetzt wird es dann Zeit, dass ich mit Ivan greife. Und zwar mit
Ja gut, eigentlich kann ich mich auch bewegen, ne? Kann ich mich, glaube ich, obwohl, nee, das muss ja auch nicht sein. keine Lust, mich zu bewegen. Ausrüstung. Revolver. Sollte reichen. Und Tschüss. Sehr schön. So, Wunden versorgen. Definitiv eher. Mal wieder. Da, guckt euch das an. Das ist so lächerlich, dass sie alle auf den gehen. Mein Gott. Wird einfach nicht glauben, ne? So, ist der auf jeden Fall auch schon mal weg. Alter. Jetzt muss ich definitiv irgendwas machen. Ah, das geht ja immer noch nicht, verdammt. Gegenstände. Ja, stark Heilsalbe dann auf ihn. So. Ist der. Ah, der ist immer noch nicht weg. Nein! Warum geht das nicht? Ach so, weil er. Wegen der Reichweite, okay. Sehr gut. Ich habe das Gefühl, dieses Mal schaffen wir das. Und zwar erst einmal Wunden versorgen, ganz klar. So, Ausrüstung. Schrotflinte. Komm, ich und der Doc schaffen das allein. Oder vielleicht auch nicht. Hier haben wir noch Gegenstände. Hier die Notfallspritze auf. Ja, ich würde sagen auf sie. Also hier noch Pfeil und Bogen und so. Oh Mann. Das war was. Talentpunkt jetzt plus 2. Ja, das habe ich auch gebraucht. Mann. Schwierig. Sehr schwierig, aber wenn man einmal die Schwächen der Gegner kennt und so weiter, dann klappt das doch einigermaßen. So. Arzneimittel erhöht die Wirkung von Heilsalben um 10%. Das kann sicherlich auch nicht so verkehrt sein. Adrenalinstoß, wenn TP niedriger als 30, Schaden plus 10 und der andere Schaden minus 5. Ja, das könnte uns auch weiterhelfen. Chance auf einen kritischen Treffer, Ausnahmegranatwerfer 10%. Ich glaube nicht, dass sich das so lohnt, ehrlich gesagt. Reduzierter zur Belastung. Erhöht TP um 25. Ja, ich glaube einmal das nehme ich. Und Arzneimittelkunde oder hatte. Ja, ich glaube Adrenalinstoß ist ganz gut. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da noch irgendwo Gegner lauern. Ich gehe erstmal so weiter. Jetzt eine Pyramide. Oh Mann. Aber was ist das hier? Du bist der Ansicht, dass eine Tür, die wie ein Maul aussieht, lieber geschlossen bleiben sollte. Oh Mann, nicht das Haus, dass das Haus auch ein Lebewesen ist. Ja, ich denke, das ist dasselbe Prinzip im Prinzip. Zu einfach gewesen. Dann muss man hier völlig umgekehrt machen, dass es immer etwas weniger wird. Auch nicht. Oh, nee, ich weiß, guck mal, das wird getauscht. Das wird getauscht. Ich verstehe. Wahrscheinlich, dass das dann von klein nach groß immer werden muss, ne? Ja, dann verstehe ich das, glaube ich, doch. So, dann, was kommt als nächstes? Ja, so ist das richtig. Dann so. Okay. Tropfenförmiger Anhänger. Was ist denn das nun schon wieder? Anhänger, Anhänger. Erhöht den Schaden um 10%. Oh mein Gott. Geil, nehme ich.
Warte mal. Kann ich etwa. Ach, ich kann alles. Ich kann alles ausrüsten auch gleichzeitig. Ja, toll. Wenn ich das vorher gewusst hätte. Wobei. Das mit dem Hitzefesten, das lasse ich dann doch lieber erstmal, weil man weiß ja nicht, ob man damit Kältedingern zu tun hat oder nicht. Ne? Nur über alles andere ist doch ganz gut dann, würde ich sagen. Ja. Das passt dann doch perfekt erst einmal, würde ich sagen. So, die Pyramide haben wir dann auch soweit erkundet. Das ist natürlich die Frage, was wir hier noch machen können, ne? Ein Panzer. Interessant. Nein. Flambierte Klinge. Verbraucht Öl. Keine Pasten. Na gut, aber ich halte die schweren Hammer immer noch für den besten bisher. Für die bessere Kampfwaffe. Aber flambiert, ja gut, das kann natürlich gegen die da helfen. Da müssen wir wohl doch erstmal wieder zurück, leider. Und nochmal die Vorräte aufstocken. Also werden wir das wahrscheinlich eher nicht schaffen. Jo, dauert doch jetzt schon ziemlich lange, ne? Das erste Gem-Spiel. Wenn alle so lange dauern, dann werde ich dieses Jahr, glaube ich, noch nicht fertig. Nee, aber glaube ich nicht. Kämpfenspiele sind meistens immer so etwas länger, selbst die Gem-Spiele. Genau hier, ne? Sehr schön. Ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, ne? Was ist der? Ich weiß immer noch nicht, was es mit diesem Verrät auf sich hat. Also diese eine da mit dem Bogen, die mit dem Bogen kämpft, die ist eigentlich auch ziemlich gut, weil die halt auch so eine ziemlich große Reichweite hat durch ihren Bogen und die kann auch betäuben und so. Ich glaube, dann werde ich dann wahrscheinlich dann doch auch jetzt eher sie nehmen als den Feuersturm. Und hier kann man wirklich nichts machen. Naja, schade. Zuerst an. Du Scheiße. Was sind das für Flieger? Läufer. Schwebender Stein. Klingensturm. So heißt ein Skill bei Sonnenorden. Also ist das quasi ein lebendig gewordener Skill. Habe ich das richtig verstanden? Eisiger Spucker. Oh nein, da hätte ich das flambierte Schwert bestimmt gut gebrauchen können. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, ich glaube, das wäre schon mal gar nicht so verkehrt, wenn wir direkt damit Bogen und so arbeiten. Hier die vergifteten Dinger da, ne? Wäre gar nicht so verkehrt, denke ich. Ja, es ist sogar vergiftet, cool. So, pass auf, dann werde ich deine Kettensäge mal wieder mit Gift bestreichen. Ja. Bewegung. Ja, und das wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt für ihn. Und im Prinzip auch für sie, ne? Und dann noch
Das reicht dann erstmal. So, Ausrüstung. Dann fangen wir direkt mal wieder mit dem Granatwerfer an. Das ist eigentlich immer das Beste zu Beginn, denke ich mal. Kühlgranaten, Säuregranaten. Sprenggranaten sind gut, Kühlgranaten sind gut, Säuregranaten sind gut. Ja, gehen wir mal so der Reihe nach durch, ne? Geil, sind wir auch alle vergiftet. Ja, toll. Minus ein Schadenspunkt ist jetzt auch nicht gerade die Welt. Nee, nee, so kann das nicht weitergehen. Dann nehmen wir mal die Betäubungsdinger am besten. So. Und greifen damit die lebendig gewordene Skill an. So. So, noch brauche ich eigentlich keiner so weit Heilung. Von daher greife ich erstmal so normal an. Eieiei. Gut, dass ich jetzt noch nicht diesen Feuerumhang da ausgerüstet habe. Oh, da ist auch schon weg. Das ist gut. Das ist sehr gut. Okay, dann. Ausrüstung, nee, muss ich selber gucken. Nee, doch, kann ich machen. Ausrüstung. Hier, Kühlgranaten. Dann werde ich jetzt noch mal ein bisschen einen betäuben. Hier ein bisschen den. Und der Doc, der kann auch mal ein bisschen schießen hier. Sehr schön, da ist der auch schon mal weg. So, jetzt kann er auf jeden Fall den schwebenden Stein zertrümmern mit seiner Kettensäge und vergiften. Naja. Dann heißt das jetzt wieder Bewegung. Ausrüsten. Pfeil. So, jetzt müsste ich doch noch aber eine Granate. Eine Granatmunition haben, genau, die Säuregranaten, die waren doch auch gar nicht so schlecht. Jawohl! Beide Steine weg. Sehr geil, sehr geil. Double Kill. So, genau, die Maske. Die Maske muss jetzt unbedingt geheilt werden. Die gehen doch eh wieder auf den. Oh, die ist mir nicht, okay. Achso, geht nicht. Okay. Ja, dann ist ja klar, was zu tun ist. Einfach direkt angreifen. So, sie dann noch mit ihrem Bogen. Er kann dann auf jeden Fall eine Stärkeilsalve auf sie anwenden. Oh Mann. Komm, ausrüsten. Hier, schwerer Hammer. Oh ja. Dann angreifen. Damit. Oh ja. Achso. Ja, dann halt angreifen, ne? Und joa. Wieder eine Stärke selber auf die Maske anwenden, auf ihn denn auch sonst. Oh nein, Raserei. Angreifen jetzt mal den Bogen. Komm, weg mit dem Viech. So, wunderbar. Dann, ja, weiter
jetzt zweimal die Wunden versorgen. Von, ja, jetzt diesmal von mir ausnahmsweise. So, den machen wir jetzt nur endgültig fertig hier. Bewegen. Ausrüstung. Komm, Bogen, weil er so eine gute Reichweite hat. Und tschüss. Na gut, fast. Wegen. So, jetzt aber tschüss. Und diesmal haben sogar alle überlebt den Kampf. Puh, und wieder zwei Talentpunkte. Aber den Kampf mit den Zombies davor fand ich schwieriger, ehrlich gesagt. So, schnelle Reflexe. Erhöht das Tempo um 10. Reduziert die Ausrüstung. Schwachstelle. 10% auf den Kitchen-Treffer. Glaube ich, nehme erstmal die Arznei. Und das Tempo. So, und alles andere kommt dann noch später. Was ist denn das hier? Egal, erstmal speichern. Dich. Carola hat mir schon von dem Anliegen erzählt, du suchst Waffen, um die Kreaturen der fremden Welt zu bezwingen. Unser Herr, der allsehende Gott, könnte dir sicher den Weg weisen, doch er gewährt nur den Gläubigen eine Audienz. Und auch nur dann, wenn sie die Weihe vollzogen haben. Eine Ausnahme? Dafür gibt es keinen Verwendungsfall. Es wäre aber vielleicht denkbar, wenn du im Sinne des allsehenden Gottes handeln würdest. Mir wurde gesagt, dass du ein Söldner bist. Unser Tempel wird seit einigen Tagen von einer Söldnergruppe bedroht, die, so fürchte ich, selbst vor Gewalt nicht zurückschrecken würde. Wenn du die Söldner davon überzeugst, uns nicht länger zu behelligen, wird dir der allsehende Gott eine Audienz gewähren. Ihr Lager ist östlich von hier. Aktualisiert. So, erstmal ein paar Nebenküsse mal wieder. Der allsehende Gott wäre dir sehr dankbar, wenn du bei meinem Problem helfen würdest. Und das wäre. Ich habe Blockbatterien, die wir dringend benötigen, auf der Flucht vor einer der Kreaturen aus der anderen Welt verloren. Das würde ich tun, wenn die Monster nicht wären. Es sind 5 Stück. Wenn du sie übrigens, gebe ich dir auch was dafür. Der Prediger hat mich gebeten, dir diese Ausrüstung zu geben, damit du, falls nötig ist, die Söldner auch mit Tat überzeugen kannst. Gebrauchte Waffen erhalten. Gebrauchte Rüstungen erhalten, gebrauchten Rundschild erhalten, okay. Ausrüstung gebraucht, okay. Das ist dann jetzt einfach wieder ein bisschen besser, denke ich mal. Alles insgesamt. Nein, ich weiß nicht, wie der Anliegen aussieht. Ich habe die noch nicht vollzogen. Was kann ich für dich tun? Kult. Ich gründete ihn vor einem Jahr, nachdem ich eine göttliche Eingebung zu diesem Tempel geführt hatte. Woher kommt der Gott? Der einzige Gott kam nicht, er war schon immer da. Ja, ja, das sagen sie alle. Weihe. Es ist alleine die Entscheidung des allsehenden Gottes, ob ein Gläubiger bereit ist. Sobald die Weihe vollzogen und der Gläubige erleuchtet wurde, darf er den Tempel betreten. Wie soll ich erleuchtet werden? So, keine Ahnung, soll ich mich einfach mit der Taschenlampe anleuchten oder wie soll das aussehen? Das Erleuchten. Nicht. Du siehst es vor, nicht in irgendeines kurz auf die zu sehen. Was soll ich denn jetzt machen? Notizen. So, erstmal verlorene Batterien. Eine Kultistin, die hat verloren, südlich vom Tempel, also da, wo wir gerade waren im Prinzip. Hatte ich darum gebeten, Söldner davon abzubringen, die Kultistin zu bedrohen. Westlich vom Wald. Müssen wir so oder so wieder zurück, wie es aussieht. Okay. Und da haben wir eine Blockbatterie. Ich dachte erstmal, das sind Fliegenpilze, aber scheint es das so was. Wie? Wo kann ich da. Da kann ich aufhören, nicht runter, oder? Oder bin ich mir das jetzt nur ein? Ah, ja. Batterie.
frage mich aber echt, was das hier sein soll. Ich muss aber auch sagen, die Musik, die ins Spiel, die finde ich jetzt tatsächlich gar nicht mal so passend. Hier, das habe ich gemeint. Das ist also erstmal aus wie Fliegenpilze irgendwie. Ja, ich weiß nicht. Also, ich will doch nicht mal sagen, dass die Musik schlecht ist, aber ich finde sie passt nicht so zum ganzen Szenario tatsächlich. Nicht hundertprozentig. Ist zumindest so mein Empfinden. Ich weiß ja nicht, wie andere das sehen, aber ja. Ja, ist wie gesagt für mein Empfinden irgendwie so. So, Aufgabe aktualisiert. Aber erstmal möchte ich noch meine Vorräte gerne aufstocken, wenn ich denn darf. Ja, also bevor wir zum Hagebaumarkt gehen, da dauert es sicher noch eine ganze Weile. Vorstellen, dass man schon eine Chance gegen das Monster hat, wenn man da ohne schwere Waffen dann quasi direkt reingeht. So, also bevor ich jetzt dann da dieses eine neue Gebiet betrete, will ich dann erstmal diese Nebenqueste abschließen. Dann haben wir das auch schon mal. Dann gibt es sicherlich auch wieder eine gute Belohnung. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass hier auch der ein oder andere Spieler dann auf seine Grenze kommt. Ich habe so generell das Gefühl, ich und Calvin, wir machen quasi immer die schwersten Spieler der Gems. Mit großem Frustrationspotenzial. Danke. Hier ist die versprochene Belohnung. Schockstab. Schockierend. Ausrüstung. Schockstab. Elektrizität, Böffen, Niederschlag. Verbraucht Öl. Keine Pasteten. Pasten. Ja. okay. Dann werden wir jetzt das neue Gebiet betreten. Oh Mann, ich gucke jetzt schon hier nämlich auf die Aufnahmezeit. Das, ja, das wird jetzt schon ein... Das wird nicht nur insgesamt wahrscheinlich das längste Video dieser Gem, sondern wahrscheinlich auch insgesamt ein extrem langes Video. Das ist potenziell eines der längsten, die ich jemals auf meinem Kanal hochladen werde vielleicht. Oha, was ist das? Oh nein. Okay. Ich muss da wohl irgendwas mit Dreiecken machen. Ja. So, alles was dreieckig ist, habe ich jetzt markiert. Aber jetzt wahrscheinlich die anderen Dinger hier, die so ähnlich aussehen wie das Symbol da. Ja, okay. Ja, jetzt ist nur die Frage. Was davon ist eher... Am ähnlichsten. Ne, ich glaube nicht, dass es das da ist. Ich würde eher sagen, das hier. Oh je, war das letzte? Hier sieht nichts so wirklich nach diesem Symbol aus, was noch übrig ist. Ehrlich gesagt. Ja, gut, höchstens das da. Na gut. So, festen Schutz im Rücken. Ja, nehme ich natürlich. Achso, mir schaut durch. Ah, nee, dann nur nicht. Hallo? Achso, ich muss auf den Teleporter direkt. Verstehe, ich verstehe. Anhänger? Was ist das? Stellt im Kampf jede Runde 2% der TP. Geil. Geil. Klar, ist jetzt natürlich nicht, wer weiß wie viele, aber Kleinvieh macht auch Mist. Oha, ein Abgrund. Jetzt bin ich schon erschrocken.
Das sind also auch Söldner, wie es aussieht. Gibt es ein Problem? Ihr seid das Problem. Die Sekte ist mir egal. Meinetwegen können die an den Ustasen glauben. Wir wollen uns ihren Tempel nur mal von innen anschauen und nichts weiter. Die hätten längst Ruhe, wenn sich diese Prediger nichts anstellen würden. Was im Tempel ist, jedenfalls kein Gott. Hör mal, wir wollen keinen Ärger. Wir bieten dir das Doppelte von dem, was der Kult hier angeboten hat. Was sagst du dazu? Ich möchte nicht drohen, weil dann kommt es wahrscheinlich zu einem Kampf. Und das LP ist jetzt schon lang genug. Angebot ausschlagen, diplomatisch vorgehen. Ja, glaube ich, am besten ein Kompromiss. Das versuchen wir doch schon die ganze Zeit. Aber dieser Prediger hört nicht auf die Vernunft. Die Zeit für Verhandlungen ist vorbei. Entweder der Kult lässt uns in den Tempel oder wir scheißen uns den... Mein Gott. Wir schießen uns den Weg frei. So. Ich halte mich da raus. Wie du willst, aber glaub nicht, dass wir nochmal Geschäfte mit dir machen. Und du verschwindest von hier. Meine Geduld ist am Ende. Ja, alles gleich. Ich wollte doch nur die Kiste... Sag mal, kann doch nicht wahr sein. Ja, dann wie folgt: einmal sie, einmal der Doc und der Black Mask. Ja, gut, ein bisschen schade, falls wir die nicht benutzen sollten. Ja. Aber naja, weiß nicht, hier sagen wir wenigstens nichts dazu. Okay. Da müssen wir tatsächlich gegen andere Menschen kämpfen. Mein Gott. Und dabei bin ich noch diplomatisch vorgegangen. Was für eine Scheiße. Ja, Menschen halt, ne? Da ist die Menschheit schon am Abgrund. Und sie können einfach trotzdem nicht aufhören, sich gegenseitig abzuschlachten. Naja, Menschen halt. Na gut. Mögen die Stärkeren überleben. Also ich. Hust, hust. So. Genau. Fangen wir mal am besten direkt wieder mit dem Granatwerfer an. Da ist doch immer... was drin. Sprenggranaten. Joa. Das hört sich doch gut an. Sehr schön. So. Dann bewegen wir uns auch mal hier mit ihr voran zur Ausrüstung. Dann genau der Bogen. Dann die vergifteten Pfeile. Genau. Vergiftet, sehr schön. Ja, der Arzt hält sich dezent im Hintergrund, würde ich sagen. Mal direkt überspringen. Bewegen. Ja gut, komm. Ausrüstung. Nope. Gegenstände. Für größere Strom. Fressende Algen. Warte mal, ich habe dir doch die Blockbatterien gegeben, ne, meine ich. Und trotzdem habe ich die hier, okay. Na gut, warum nicht? Naja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die hier drin sein sollen. Die Blockbatterien. Vergiftet, genau, das war's. Angreifen. Obwohl, nee, mit ihr gehe ich dann, glaube ich, tatsächlich schon mal weiter nach vorne. Kannst du schon mal da diese Schützen angreifen, genau. Sehr schön. Gegenstände. Aufputschmittel für ihn und für sie. Und das war's. So, genau. Ausrüstung. Granatwerfer immer noch. Sehr schön. Dann nehmen wir jetzt mal die Kühlgranaten. Genau, dann kann er sich nochmal bewegen. Stehen bleiben.
So, sie kann dann angreifen. Betäubungspfeilen. Würde ich sagen, auch von der Einschützende. So, genau, jetzt heilen. Sie. Oha, die teilen hier richtig aus. Die müssen alle ganz schnell weg. Kommt, soll Granaten. Angreifen. Und direkt alle drei weg, sehr schön. So, angreifen. Ui. Ja. Da ist der eine auch schon mal weg, wie es aussieht. Also die schwarze Maske mal wieder. Gehört ja dazu mittlerweile. Eigentlich schon Kult. So. Schwache Salbe. Okay, jetzt wird's ernst, meine Freunde. Dann werde ich jetzt definitiv ausrüsten, die Schrotflinte. So. Und ja, ich denke, es ist besser, den erstmal da wegzumachen. Ausrüsten. Ja, jetzt kommt der Bogen zum Einsatz mit den normalen Pfeilen. Was, der ist immer noch da. Oh boy. Ja, die müssen erstmal unbedingt weg. Die Schützen. Aber jetzt kann ich im Prinzip dann auch den schweren Hammer nehmen, nicht wahr? Wegen. Nee, aber ich werde auf jeden Fall hier ihre Wunden versorgen. So, jetzt angreifen. So. Schweren Hammer. Genau, und jetzt kann ich, denke ich mal, wieder einen Gegenstand nehmen. Hier die Notfallspritze. Die Maske. Und natürlich wird direkt wieder aufgehen. Mein Gott, ey, das ist doch. Ich habe da keine Worte mehr. So, erstmal kommt der Schütze da weg am besten. Geht hier aber noch nicht. Schade aber auch. Wie wäre es dann mit Gegenstände, starke Salbe auf sie? So, beim nächsten Mal sollte der einer auf jeden Fall weg sein. So, jetzt stirb endlich. Ah, oh, der ist ja auch noch da. So, jetzt aber. Sehr schön. Und jetzt, mein Freund, wirst du langsam aber sicher vernichtet werden. So, dann. Wundversorgung. Ist das eigentlich noch nötig überhaupt? Na komm, machen wir bei ihm. Ja gut, ich muss sagen, die Söldner, die fand ich jetzt nicht so schwer tatsächlich. Also, ja, nicht besonders beeindruckend. Da fand ich andere Kämpfe um einiges schwieriger. Ja, aber hey, beiden haben wir die hier verschont, ne? So, ja, dann noch die letzten zwei Sachen, ne? Dann haben wir soweit alles. Da können wir ja eigentlich auch gar keine Talentpunkte mehr bekommen, ne? Wäre ich gerade. Na gut, aber erstmal gönne ich mir dann das da. Neuwertig, sehr schön. Es geht um Geld, wie immer. Der Tempel ist direkt neben dem Tresorraum einer Bank aufgetaucht.
Wenn du da an das Geld fällst, musst du also nicht das Schwert trocknen, sondern nur die Steinwand des Tempels einreißen. Na gut. Wo muss ich jetzt nochmal lang? Achso, da geht's ja nicht. So, dann muss ich jetzt wahrscheinlich wieder zurück. Zum Stone Temple. Und wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, ist dann nur noch das Hagebaumarktmonster übrig, ne? Löse ich, danke dir. Während du meine Söldner warst, habe ich mich mit dem Ansehen gut beratschlagt. Er gewährt dir eine Audienz. So, nett von ihm. Du versuchst mit dem Kultisten zu reden, aber er nimmt dich anscheinend mal wahr. Der donnert also seinen Schädel gegen die Wand, okay. Ja. Die sehen auf jeden Fall sehr gesund aus. Bitte was? Das ist unerhört. Es ist nur den Anhängern unseres Clubs gestattet, den Alsengurt aufzusuchen. Dieses Ding, das soll ein Gott sein. Das ist irgendein Monster aus einer anderen Welt und es ist schon lange tot, hoffe ich jedenfalls. Merkst du das? Kommt mir auch so vor, als ob da eine Stimme in meinem Kopf ist. Kein Wunder, dass die Sektenanhänger da draußen den Verstand verloren haben. Aber es gibt kein Problem, das eine Granate nicht lösen kann. Was hast du getan? Ich habe ein totes Monster getötet. Was hast du getan? Ich habe schon gerade gesagt. Ich habe diesen komischen Riesenpopel da einfach beseitigt vor der Wand. Du fragst dich, ob der eigentliche Dolch, der falsch und geschickte, für dessen Tod verantwortlich war. Wenn er durch dieses Monster töten konnte, dann vielleicht auch den Spielmann. Fremdartigen Dolch. Aufgabe wurde aktualisiert. Okay, ich glaube, ich weiß, was mit dem passiert ist. Der hatte wahrscheinlich, der war auch im Tempel und hat seinen Verstand verloren. Kann ich mir vorstellen. Okay, den fremdartigen Dolch einsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass man eventuell unter Umständen vielleicht sogar eine Chance gehabt hätte gegen das Ding, aber wenn man den Dolch nicht hätte, dann keine Ahnung. Vielleicht gäbe es dann irgendwie ein schlechtes alternatives Ende. Wäre natürlich schon interessant herauszufinden, ne, was da passiert wäre. Aber jetzt muss ich überlegen. So, Ausrüstung. Fremdartiger Dolch. Naja, nur 10 Schaden. Ja, schwierig zu sagen, ne? Ob wir den da auch tatsächlich brauchen. Warum runzelst du die Stirn? Du bist doch selbst ein. Sag jetzt nicht, dass du dein Leben aus deiner jetzt riskierst. Okay, und sonst kann man ja nichts machen. Na gut. Wenn das so ist. Er ist tot. Sie ist tot. Er ist tot. Der Priester ist doch jetzt auch spontan tot, okay. Hat er jetzt seine Anhänger und sich selbst dann getötet oder was soll das? Naja, immerhin die hier leben noch. Warum fühlt sich das alles plötzlich so falsch an? Weil es falsch ist. Weil es das auch war? Was meinst du damit? Oh, die habe ich sogar gehört. Das habe ich auch nicht vor. Ich darf den Tempel nicht betreten, wie du weißt. Vermisse ich plötzlich mein Heimatdorf. Was mache ich hier eigentlich? Interessant. Sehr interessant. Gut. Aber jetzt... Ich nehme an, da gehst du noch nicht rein. Ja. Nochmal Vorräte aufstocken und dann, wie gesagt, können wir dann... Kann ich mir vorstellen, dass wir dadurch jetzt wissen, was diesem Patienten fehlt. Beziehungsweise warum er jetzt nicht so geworden ist. Dieser Frank. Und ich glaube, dann kann es auch schon zum Hagebaumarktmonster gehen. Aha.
Haben Sie meinen Sohn Tim gesehen? Ich suche ihn schon die ganze Zeit. Er hat blonde Haare und trägt ein weißes Hemd und eine rote Hose. Ich danke Ihnen. Doch mal eine neue Nebenquest. Verschwundenes Kind. Du hast Herrn Konrad angeboten, nach seinem Sohn Tim zu suchen. Aber wo? Wo sollte er sein? Naja, erst einmal. Ja, wie gesagt, ich vermute, das liegt dann an diesem komischen Riesenpopel, was da an der Wand hing, was wir jetzt gesprengt haben, aber vielleicht war es ja doch was anderes anscheinend. Ja, toll. Müssen wir denn jetzt auch jetzt überall nach dem Jungen suchen oder was? Können wir doch noch nicht die Hauptquest machen. Ja, können wir wahrscheinlich schon, aber ich habe einfach das Gefühl, es ist besser, wenn man alle Nebenquests auch macht. Und ich meine, versucht das ja auch, ne? Egal jetzt, wie lange ein Spiel dauert, alles mitzunehmen, was geht. Ja, ich kann mir sogar vorstellen, dass der Sohn sich da in diesem komischen Haus befindet, wo er ja nicht reingehen möchte. Selbst. Also Moltenbach meine ich. Ne, weil hier ist er doch auch nicht. Keine Ahnung. Gut, dann gab es ja noch den Ort, wo wir gerade waren. So neue Wege haben sich für uns ja auch nicht eröffnet. Ne? Vielleicht ist auch in den Abgrund gefallen, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wüsste nicht, wo ich da noch suchen soll, leider. So haben wir jetzt schon alles erkundet, soweit ich weiß. Ich habe ihn nicht gesehen, aber frag doch mal Jonas, die meinen beste Freunde. Stefan hat erzählt, dass Tim und Jonas befreundet sind. Das Video entspricht, wer ist Jonas? Na gut, der sagt mir sowieso nichts dazu. Kann doch nicht aus dem Dorf weggelaufen sein. Sag mal, schreib, wenn du Hilfe brauchst. Weißt du das?
Ja, hier ist mein bester Freund. Oh, der hat mich unser Dreis angelogen vorhin. Na gut. Er schleicht sich manchmal aus dem Dorf. Der geht ganz leicht mit den Zaunklettern. Er trifft sich mit irgendjemandem im Wald. Dort, wo diese komische Pyramide. Oh nein, da muss ich wieder das. Ja. Interessant, ne? Dass man erst durch ein Gespräch das triggern muss, dass er sich dann tatsächlich auch da befindet, ne? Also, als ob das so wäre, dass wir mal nicht mit dem Typen darüber geredet hätten, als ob er dann einfach doch nicht da wäre, ne? Der ist also tatsächlich dann auf einmal ganz spontan doch nur deshalb da, weil ich mit ihm gerade drüber geredet habe. immer diese Maker-Logik. na gut. Dann gehen wir halt noch einmal zur Pyramide. Da ist er doch. Oh du Scheiße. Was ist das denn für ein Flaschengeist? Das stimmt, woher kennst du mich denn? Achso, Papa muss sich Sorgen machen. Das ist kein Monster, das ist Hans. Die spielen miteinander. Erst später, Papa soll sich nicht so anstellen. Du belässt es erstmal dabei und willst mir weiter sagen, wie sich dein Sohn auffällt. Du nimmst an, dass von der Geisterung keine akute Gefahr ausgeht, aber letztendlich sind die Wesen aus der anderen Welt unberechenbar. Oh Mann. Was tust du, Junge? Was mit dem guten Frank passiert ist, das werden wir wohl niemals erfahren. Weil jetzt geht es dann für uns tatsächlich hier zum Hagebau-Monster. Ja, jetzt können wir die Bedenken ruhig ignorieren. Zu tun, von daher. Oh, doch nicht. Schrottbewohner-Steckdose. Okay, eine lebendig gewordene Steckdose, okay. Der Spielmann, also doch. Heizstrahler, Steckdose. Fünf Stück sind's, okay. Dann wollen wir mal. Beginnen wir ein bisschen wieder mit dem Granatwerfer. Und den Sprenggranaten, genau. Das ist doch immer ein sehr guter Start in den Tag. So. Gegenstände, Aufputschmittel erst einmal für ihn, dann noch einmal wie immer für sie und dann noch einmal hier vergiftete Pastete für ihn. Okay, die können also auch von da aus angreifen, ich verstehe. Aber was ist der Spielmann denn bitte für ein Ding? Für ein Wesen.
Prinzip schon mal eine schwache Heilsalbe verwenden für sie. Sie kann sich dann nochmal bewegen und dann nochmal angreifen. Am besten schon direkt den Spielmann. Und zwar mit Gift. Ich hoffe, das funktioniert. Wobei, wenn er erstmal nur benommen ist, dann sollte das auch okay, ne? Benommen. Naja, null Schaden, aber immerhin. So, okay. Dann auf jeden Fall kann er sich auch bewegen. Ausrüstung. Dann jetzt nehmen wir mal die Kühlgranaten. Das ist bestimmt auch gut gegen diese Heizstrahler. Okay. Eigentlich Heilung braucht noch keiner so weit, würde ich sagen. Ich denke, er kann sich auch schon mal ein bisschen nach vorne wagen, trotzdem. Ja. So. Dann Ausrüstung. Gift. Okay, er ist immun gegen Gift, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist absolut überhaupt gar nicht gut. So, jetzt nochmal diese Säuregranaten. So, die ganzen Steckdosen sind schon mal alle weg, das finde ich klasse. Aber auch hier kann er weiter erstmal nicht angreifen. Bitte was? Der hat einfach mal mehr Schaden gemacht, als der HP hat. Was ist das? Kann ich sein. So was. Erstmal kommt die Heizstrahler da, diese komischen. Okay, schon mal gut, dass er diese Stromabweisung im Umhang hat. So. So, Ausrüstung. Jetzt weiß ich ja Bescheid, womit wir es hier zu tun haben. Sturm auf weißen Schutzumhang. Ja, definitiv. Her damit. Ach so, der muss. Na gut. Ja, ich. Okay, dann ist, glaube ich, der Tropfenförmige mir doch ein bisschen lieber. Schwierig zu sagen, ne? Ich glaube, ich nehme erstmal die Schrotflinte. Wo haben wir sie denn da? Gut, die Heizschale ist auch schon mal weg. Dreimal Wunden. Ja. Okay, jetzt geht's in den Nahkampf, wie es aussieht. Nee, nee, nicht hier, hier. Mein Gott, was? Nein. So, gut, ja, ich hoffe, wir sind da schon mal die weg hier. So, ich verabschiede mich da schon mal so langsam, ne? So, schwacher. Ja, das ist jetzt natürlich die Frage, ne? Wie man diesen komischen, naja. Ja, dieses Ding schwächen soll. Muss ich wirklich jetzt den ja das Ding irgendwie, weiß ich nicht, ist erstmal am besten, genau, muss ich das jetzt wirklich unbedingt mit dem Dolch angreifen, geht das nicht anders? Wo ist denn der Dolch? Da, fremdartiger Dolch.
Macht jetzt nicht wirklich viel Schaden, aber es hilft ja nichts. Okay, es ist geschwächt. Und jetzt machen wir zumindest ein bisschen Schaden, wie es aussieht. Und das ist gut. So, Ausrüstung. Ja, eine schwere Arme natürlich dann, ne? Ist ja klar. Ja, anders geht's ja nicht. So, aber was wir jetzt machen können. Die Notfallspritze. Ja, und jetzt müssen wir ja im Prinzip so weitermachen. Ah, ja, aber ich denke, das geht dann jetzt. Das sollte doch kein Problem sein. So, erstmal die Wundversorgung hier von der Black Mask. Und jetzt. Oh ja, Junge. Oh nein. Hör auf, hastig zu sein. Ja, aber gemeinsam schaffen wir das. Hoffe ich? Ach du Scheiße. Der Kettensägenfreak, der hat einfach jetzt mal 125 Schadenspunkte kassiert. Mann, warum ist er so schlecht? Das lasse ich nicht zu. Einmal Fundversorgung am besten. Ja, komm, ich bin am wichtigsten. Boah. Jawohl, die schwarze Maske ausgerichtet. Er hat den Finalboss besiegt. Wow. So, was gibt's denn jetzt hier schönes im Hagebaumarkt? Achso, wir werden jetzt nie erfahren. Nachdem Marco und die Söldner dem Spielmann erschlagen hatten, barg Nicole die Ersatzteile und reparierte die Wasserpumpe. Moltenbach waagerechte zumindest bis zur nächsten Krise, die sicher nicht lange auf sich warten lassen würde. Vor den Dorfbewohnern lag immer noch eine ungewisse Zukunft. Der Kampf ums Überleben war noch lange nicht zu Ende. Ich hoffe, irgendwie es wird eine Vorsitzung davon geben. Ja, ein Spiel von Kindern, das war es tatsächlich schon irgendwie interessant, aber trotzdem, es bleiben viele offene Fragen, ne? Wie kam es dazu, zu dieser Katastrophe, der sogenannten Verschmelzung, dass plötzlich anscheinend die Welt, ja, also eine fremde Welt sozusagen mit der Menschen verschmilzt und andere Wesen aus einer anderen Welt offensichtlich, ja, in unsere Welt gelangen durch die Verschmelzung und dadurch, ja, die Menschen eben ums nackte Überleben kämpfen müssen. Quasi so eine Art Apokalypse ist das ja im Prinzip. Und was hat das zum Beispiel vor allem mit dem Spielemacher auf sich, ne? Das ist auch, naja, viele, viele Fragen sind da offen. Aber naja, es ist halt Mystery, ne? Da kann man sich jetzt Gedanken drüber machen, aber ich denke, das ist ja noch nicht mal der ausschlaggebende Punkt. Also beziehungsweise, dass das nicht so relevant ist, was das jetzt für Dinge waren und so. Ich denke, da sollten jetzt andere Botschaften vielleicht, ja, übermittelt werden, ne? Was das jetzt für welches ist, da kann man sich auch natürlich nochmal Gedanken machen. Aber ich sag mal, es war auch so vom Spielprinzip richtig gut, fand ich. So überhaupt so die ganze Atmosphäre, ne? Eigentlich auch so storymäßig eine gute Idee, sowas zu machen. Und wie gesagt, das Kampfsystem, das fand ich wieder richtig gut. Und überhaupt so das ganze Prinzip, dass man da immer seine Werte aufsteigen lassen konnte. Hier und dann noch Nebenquests machen konnte und dann auch nochmal da ein bisschen, ein paar Items bekommen konnte, die einem zum Vorteil in den Kämpfen dienen konnten. Und, ja, wie man da so am besten mit den ganzen Fähigkeiten und so arbeitet, da muss man halt sehr strategisch vorangehen. War aber auch wieder sehr anspruchsvoll den Schwierigkeitsgrad, fand ich. Für mich eigentlich genau richtig sowas. Ich liebe ja sowas. Ich kann mir aber vorstellen, dass, ja, viele gerade in Gem-Spielen sowas nicht lieben, solche Spiele. Wobei man schon, wie ich finde, sagen muss, dass das Spiel an sich, jetzt unabhängig ob Gem oder nicht, schon richtig gut war eigentlich, ne, vom Prinzip. Nur damit wollte ich jetzt halt sagen, dass viele so anspruchsvolle Schwierigkeitsgrade, vor allem in der Gem, jetzt nicht unbedingt mögen.
an sich so. Aber das Spiel an sich, wie gesagt, finde ich trotzdem sehr stark. Definitiv. Ja, ich weiß, das ist jetzt zwar das erste und einzige Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe, aber ich kann mir vorstellen, dass, also jetzt schon vorstellen, dass das tatsächlich auch wieder eins meiner Favoriten und vielleicht sogar allgemein ziemlich weit oben bei den Leuten landen wird, was die Platzierung angeht. Trotz der Länge und des Schwierigkeitsgrades. Auf alle Fälle, ja, Mapping und so weiter, ne? Alles wie immer erste Sahne, würde ich sagen. Ja, nur, wie soll ich sagen, die Musik, die fand ich zumindest in Kämpfen passend, jetzt auf den Maps wiederum jetzt tatsächlich nicht so passend wie in Kelvins bisherigen Spielen, die ich so gespielt habe, muss ich tatsächlich sagen, also nicht so ganz. Klar ist schon irgendwie so subjektives Empfinden, aber naja, das war halt nun mal mein Empfinden. Das ist nicht so ganz hundertprozentig passt, finde ich, die Musik so zu dem Szenario, zu den Maps und so. Nee, aber wie gesagt, Kampfsystem hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allem, das war ja auch wieder ein eigenes Kampfsystem, ne? So dieses ganze Prinzip. Viele Achtertrupps. Ja, klar, die haben natürlich ein bisschen gedauert, ne, die Kämpfe. Das hat das natürlich nochmal gezogen, aber ja, ich fand's schon ziemlich gut, dass man da sehr strategisch rangehen musste. Und dass man auch entscheiden konnte, mit wem man da kämpft und so. Ja, hier die arme schwarze Maske, die hat immer eins hochbekommen, leider, ne? Aber am Ende hat er es dann doch mal bewiesen, indem er den Endgegner endgültig vernichtet hat. Das war dann doch irgendwie so eine Art Befriedigung, ne? Und wieder gut machen für ihn vor allem. Ja. Aber hat mir auf jeden Fall schon insgesamt ja, auf jeden Fall ziemlich viel Spaß gemacht, ne? Auch wenn es ziemlich lange gedauert hat und das LP-Video wahrscheinlich auch eins der längst auf meinem Kanal jemals sein wird, aber naja, ist dann halt so. Gut, das war aber trotzdem ein ziemlich guter Beginn, würde ich sagen, ne? Für den Dark Season Gem. Das war jetzt nicht wirklich horrormäßig, das war einfach so, ja, so ein Mystery halt, ne, im Prinzip. Tatsächlich habe ich das auch so ein kleines bisschen vom Prinzip erinnert an den Film Annihilation. Ich weiß nicht, ob einige von euch den kennen. Das war auch irgendwie so, dass da irgendwie so eine Art, ja, schwierig zu sagen, vielleicht so eine Art Alien-Virus oder so, auch da zumindest in gewissen Bereichen mit der Welt verschmolzen ist, sodass sich das immer weiter ausgebreitet hat. Und dann kam ging irgendwie so ein Forschungsteam da rein, um zu gucken, was es damit auf sich hat. Ja, und dass dann quasi selbst die Menschen dadurch verändert werden, wenn sie damit in Berührung kommen und so. War auf jeden Fall ein sehr interessanter Film, fand ich. Könnt ihr ja mal googeln, Annihilation. Also das hat mich doch schon teilweise recht stark daran erinnert, hier, so an das, also vom Prinzip. Genau. War auf jeden Fall auch ein ziemlich interessanter Film und eine interessante Idee, sag ich mal, was den Film angeht. Und da wusste man, glaube ich, auch nicht so am Ende genau, was es damit auf sich hat. War halt auch ein Mystery, ne? Nee, aber wie gesagt, für den Dark Season Gem auf jeden Fall ja, gelungene Themenumsetzung, würde ich sagen. Auf alle Fälle. Und ja, dann war es das zumindest mit dem ersten Spiel Verschmelzung von meiner Seite aus. Und dann, ja, wenn alles gut geht, dann geht es eben demnächst weiter mit dem zweiten Gem-Video, ne, auf dem Kanal. Aber bis es dann soweit ist, will ich dann auch hier wie immer sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal, euer Bärenbruder. Und selbstverständlich, das gesamte Review zu allen Spielen würde es dann erst geben, wenn ich alle Spiele gespielt habe, ne? Genau. So. Aber gut, dann bis zum nächsten Mal.